Herzlich willkommen zum zweiten Panel unseres heutigen Klimakongresses. Eine Energiewende, die alle mitnimmt. Was verbirgt sich dahinter? Wir reden ja häufig von Krisen und haben im Moment ja mit der Corona-Krise, mit einer Krise zu tun, wo wir mit Lockdown und den unterschiedlichsten Maßnahmen kurzfristig und schnell handeln müssen. Die Klimakrise stellt sich da ein bisschen anders dar. Wir haben das Wissen im Grunde seit einigen Jahrzehnten, dass wir dringend handeln müssen. Wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit, um ganz wesentliche Entscheidungen, ganz wesentliche Schritte anzugehen, um dann im Grunde jetzt in Freiheit für die Freiheit in Zukunft, für die nächsten Generationen zu entscheiden, da auch Zukunft zu gestalten. Und die Herausforderung, ich glaube, die ist vielen von euch, von Ihnen im Panel vorher schon sehr, sehr klar geworden. Wir liegen jetzt gerade mal bei 16% erneuerbaren Energien. Wir müssen auf 100%, haben 84% vor uns bis 2045. Aber im Grunde wissen wir alle, in den kommenden 10 Jahren, also es ist im Grunde auch eine Jahrzehnteaufgabe, muss ganz viel geschafft werden, um danach auch gut weiter gestalten zu können. Und da führt, glaube ich, auch kein Blick dran vorbei, wenn man auf hohe Effizienzgewinne, auf Suffizienz und all diese Dinge, auf die wir alle setzen, da im Grunde auch mit drauf aufbauen will und drauf aufbauen muss. Wir haben in diesem Panel im Grunde von daher die sozialökonomischen Aspekte ganz stark gemacht. Wie sieht es aus? Welche Maßnahmen müssen passieren? Wie werden im Grunde alle mitgenommen? Wenn ich daran denke, dass uns allen wichtig ist, dass wir mobil sind, dass wir warme Wohnungen haben, dass wir gute, zukunftsfeste Arbeitsplätze haben, dann sind das im Grunde alles Herausforderungen, die wir annehmen müssen, die wir annehmen wollen, um im Grunde gut in die Zukunft zu kommen. Wir haben heute einmal als Referentin hier Frau Christiane Averbeck von der Klimaallianz, Simone Peters vom Bundesverband Erneuerbare Energien, Sophie Baxen als Klägerin, erfolgreiche Klägerin vom Bundesverfassungsgericht und unsere Finanzministerin Monika Heinold. Die Diskussion wird nachher Joschka Knut leiten und ich möchte jetzt im Grunde Christiane Averbeck kurz einführen. Studium, Promotion, wenn ich es richtig sehe. Sie haben viele Jahre verbracht in Ghana, Uganda, in Simbabwe, in der nachhaltigen Entwicklung. Sie waren im Rat für nachhaltige Entwicklung, sind jetzt auch im Nationalen Wasserstoffbeirat, um nur eine Stelle zu nennen, an der Sie mit den verschiedensten Wirtschaftsakteuren zusammen sind. Sie sind aber besonders auch Geschäftsführerin von einem Verband, den es seit 2007 gibt, der Deutschen Klimaallianz. Und ich glaube, das muss man wirklich sagen, ist ein ganz, ganz starkes Bündnis aus über 130 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich da zusammengeschlossen haben und im Grunde ja Vorreiter, Vorstreiter für die Zukunft sind. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, wie wir die Zukunft annehmen und gestalten können. Sie haben das Wort. Wunderbar. Vielen Dank erst einmal für die Einladung. Es ist natürlich eine Ehre, heute mit dabei sein zu dürfen. Sie hatten es bereits eingangs gesagt, ich bin Geschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland und wir machen uns natürlich schon seit unserer Gründung 2007 sehr viel Gedanken darüber, wie wir die Zukunft annehmen und gewinnen. Bitte die nächste Folie. Die Klimaallianz Deutschland wurde 2007 gegründet, also im Vorfeld zu Kopenhagen haben sich damals Umweltverbände, Kirchen und Entwicklungsorganisationen insbesondere zusammengetan und haben gesagt, wir als Zivilgesellschaft müssen der Regierung gegenüber stärker unsere Stimme erheben für den Klimaschutz. Und seit 2007, da waren es noch 40 Organisationen, die Klimaallianz gegründet haben, sind es mittlerweile 140 Organisationen. Und spannend ist eben auch bei unserer Diskussion jetzt, die wir heute hier führen, dass insbesondere auch Sozialverbände, Gewerkschaften wie Verdi und IG Bau, aber auch der Paritäter mittlerweile Mitglied geworden sind in der Klimaallianz und sich einbringen. Und wir haben mal ausgerechnet,
dass wir also über unser Bündnis etwa 25 Millionen Menschen erreichen können. Ja, und nächste Folie bitte. Wir beziehen Position. Es ist so, dass wir natürlich jetzt insbesondere in diesem Jahr das Thema Wahlen in den Blick nehmen. Und wir haben über die 140 Organisationen ein gemeinsames Positionspapier entwickelt, Klimaschutz gestalten. Wir haben noch eine Wahl. Also von daher, alles das, was ich in 15 Minuten nicht sagen kann, finden Sie hier kompakt in diesem Papier. Und ich würde mich freuen, wenn die Grünen da natürlich auch einen Blick hineinwerfen und sich inspirieren lassen von dem, was die zivilgesellschaftlichen Akteure sich im Bereich Klimaschutz erwarten und vorstellen. Dann als ganz neueste Veröffentlichung unsererseits ist unser Wasserstoffpositionspapier. Sie hatten es bereits gesagt, Herr Voss, ich bin ja auch im Nationalen Beirat für Wasserstoff. Und von daher ist es natürlich gut und wichtig, dass wir uns auch insbesondere zum Thema Wasserstoff positioniert haben. Also all das finden Sie auf unseren Websites. Ich komme da jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen drauf. Zu meiner Person. Sie sagten, ich wäre im Nachhaltigkeitsrat gewesen. Ich habe damals als Referentin für den Nachhaltigkeitsrat gearbeitet. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber was ich unter anderem gemacht habe, ich habe eine Zeit auf Helgoland gelebt, was ja zu Pinneberg und damit zu Schleswig-Holstein gehört. Und habe dort unter anderem eine Diplomarbeit am Institut für Vogelforschung gemacht. Und genau, ich bin mit 16 Jahren das erste Mal auf Helgoland gewesen. Warum erzähle ich das Ganze? Nächste Folie. Ich war zufälligerweise letzte Woche, eine Woche, wie immer Pfingsten, auf Helgoland in Urlaub. Und da ich mich da so diese lange Geschichte mit Helgoland verbindet und ich jetzt auch im Nationalen Wasserstoffrat bin, habe ich mich mit Jörg Singer getroffen, der dem Projekt Aquaventus vorsteht. Und ich fand es ganz spannend, mal so exemplarisch an Helgoland zu sehen, also wie eine Insel sich in einer Transformation befindet. Und viele Aspekte, die wir, denke ich, mir heute so diskutieren wollen, wie in einem Brennglas dort sichtbar werden. Also ich war noch in den 80er und 90er Jahren da, wo es den Massentourismus gab. Ich habe noch mir Geld verdienen können im Café Felseneck, wo mit Erbsensuppe die Massentouristen sozusagen also nicht abgefertigt, Gott, das ist etwas frech zu sagen, aber auf jeden Fall sehr viel Geld mit sehr vielen Touristen verdient wurde. Mittlerweile gibt es andere Ansätze des Tourismus. Es ist die Insel, die atmet. Das ist das Konzept von Helgoland. Es geht um das Thema Tourismus, Gesundheit. Es geht um weniger Touristen, gezielte Ansprache von Touristen. Dann fand ich es ganz spannend, auch mit Jörg Singer also zu diskutieren, wie die Gemeinde Helgoland sich weiterentwickelt hat. Die Gemeinde ist ein Profiteur vom Ausbau der Offshore-Windenergie. Von einer hochverschuldeten Kommune bezeichnen sich die Helgoländer selbst jetzt als reiche Kommune. 300 Millionen Euro sind anscheinend in den letzten 5 Jahren in den Säckel der Kommune geflossen. Also das ist schon unfassbar, was sich da durch diese Option Offshore-Windenergie verändert hat. Und was ich eben einen interessanten, spannenden Ansatz finde, ist, dass man sich auf den Weg gemacht hat, also bis 2030 zur klimaneutralen Insel zu werden. Das heißt also, das geht tatsächlich von der E-Mobilität, okay, auf 1 Quadratkilometer ist das übersichtlich, aber trotzdem nicht unwesentlich, bis zur Gebäudedämmung gibt es ein Konzept, wie die Insel klimaneutral gemacht werden soll. Spannend ist aber auch, und deswegen hatte ich mich eben mit ihm auch getroffen, ist, dass nördlich vor Helgoland bis 2025 3000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden sollen. Und wir als zivilgesellschaftliche Akteure, wir sind ja nur 2 im Nationalen Wasserstoffrat, Verena Greichen vom BUND und ich, setzen uns natürlich dafür ein, dass der Fokus auf dem Thema grüner Wasserstoff liegt. Das heißt also, dass wir zusätzlich zu den Erneuerbaren, die wir schon
für die sonstigen Sektoren benötigen, brauchen wir auch noch grünen Wasserstoff für die Produktion. Oder brauchen wir grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung der Schifffahrt, des Flugverkehrs und der Stahlindustrie sowie der chemischen Industrie. Die Wärmeversorgung wird CO2-frei bis 2026, das ist der Plan. Und Helgoland soll zum Service-Hub für grünen Wasserstoff werden und wird eine, also perspektivisch eine immense Menge von Wasserstoff, wird über Helgoland laufen. Warum erzähle ich das Ganze? Nächste Folie. Das Thema Klimaschutz ist eine ganz, ganz komplexe Herausforderung. Und an dem Beispiel Helgoland sieht man, dass wenn man das Thema Klimaschutz in den Blick nehmen will, dass es einen ganz ausgeprägten Querschnittscharakter hat. Ne? Also es gibt eben die unterschiedlichsten Sektoren, in die man sich genauer angucken muss. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist natürlich das ganze Thema Naturschutz. Mir als sozusagen Vogelwarten, oder dadurch, dass ich an der Vogelwarte gearbeitet habe, können Sie sich vorstellen, dass die ganzen biologischen Aspekte, das Thema Biodiversität natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, der natürlich auch auf Helgoland eine ausgeprägte Rolle spielt. Ja, und was wir auch merken ist, das geht nicht nur Helgoland so, sondern auch allen anderen Akteuren rundherum, es entsteht hoher und schnell anwachsender Handlungsdruck. Das hat uns nicht erst das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gezeigt. Das wussten wir eigentlich vorher schon. Manche brauchen einfach so ein Urteil sozusagen, um die Botschaft zu verstehen. Und das bedeutet, dass wir eine ganz, ganz gewaltige Transformationsleistung vor uns haben. Nächste Folie. Ja, also wir denken, dass es eben die Transformationsleistung in drei Bereichen braucht. Das ist einerseits der gesellschaftliche Wandel, die Norm und die Werte. Also wie gesagt, ich hatte ja mit Jörg Sänger darüber gesprochen, die gute Luft auf Helgoland, dass das in den Vordergrund, im Vordergrund steht und nicht unbedingt der Konsum des Whiskys oder der Butter, die man dort billiger erwerben kann. Dann geht es natürlich um die technologische Innovationsdynamik. Wir müssen jetzt momentan unheimliche Lernkurven hinlegen und es muss natürlich teilweise schnellere Investitionszyklen geben. Also ich merke gerade beim Thema Wasserstoff, es ist wahnsinnig, was es jetzt für einen Hype rund um das Thema geht, gibt. Also wie gerade auch in dem Konsortium Aquaventus, die großen Akteure RWE, Linde, Siemens natürlich jetzt massiv unter Druck sind, zu investieren in die neuen Technologien und auch auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Ja, und dann braucht es natürlich politische Reformfähigkeit. Ne? Das heißt, dass also gerade hier in dem föderalen System in Deutschland wir Mechanismen entwickeln, wie wir unter Wahrung der wichtigen föderalen Errungenschaften und unseres demokratischen Systems trotzdem all diese Prozesse so schnell wie möglich umsetzen und sogar auch beschleunigen, damit es zum Beispiel zu einem massiven Ausbau der Erneuerbaren in Zukunft kommen kann. Nächste Folie. Naja, also vor diesem Hintergrund, wie können wir die Zukunft annehmen? Wie können wir gewinnen? Also die Frage ist einerseits, was ist zu tun für eine lebenswerte, selbstbestimmte Zukunft? Und die zweite Frage ist natürlich, wie gelingt die notwendige Transformation? Und da finden Sie, wie ich schon sagte, einige Hinweise in unserem Positionspapier. Und nächste Folie möchte Ihnen einige Beispiele geben. Herr Voss hatte es schon angesprochen. Wichtig ist natürlich erst einmal weniger Energie- und Ressourcenverbrauch mit mehr Effizienz und Suffizienz. Das heißt also, für uns als Klimaallianz ist es wichtig, dass das Primärenergieeinsparziel für Deutschland
erhöht wird, also dass es bei -40% bis 2030 gegenüber 2008 sein sollte. Und was natürlich dann auch heißt oder bedingt, dass die Verankerung des Efficiency First Prinzips also in allen Sektoren elementar und wichtig ist. Und ja, ich glaube, das ist gar nicht notwendig, das hier in dieser Runde nochmal zu sagen, aus fossilen Energien aussteigen und erneuerbaren Ausbau massiv beschleunigen. Also wir als Klimaallianz sind ja seit 2007, seitdem wir angetreten sind, setzen wir uns für den Kohleausstieg ein. Und aber auch wir sind der Meinung, dass das natürlich schneller vonstatten gehen muss. Wir brauchen einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Öl und Gas in den frühen 2040er Jahren. Und was wahrscheinlich Simone Peter dann gleich auch noch beleuchten wird, natürlich einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie im Bruttostromverbrauch, der aber auch naturverträglich ausgestaltet werden muss. Und wir brauchen ein zukunftsfähiges Strommarktdesign, das heißt also erneuerbaren, und die Flexibilitäten sollten in den Mittelpunkt gestellt werden. Nächste Folie. Ja, hier einfach nochmal eine Folie, was das tatsächlich bedeutet für den Ausbau der Photovoltaik. Also Sie sehen, wie massiv die Photovoltaik eingebrochen ist Anfang der 10er Jahre. Und das, was antizipiert wird, was gebaut werden muss, da ist noch sehr viel Luft nach oben nach den Beschlüssen, die jetzt momentan noch auf dem Tisch liegen. Nächste Folie. Ja, kurz noch zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff, das liegt mir jetzt einfach nochmal am Herzen. Da geht es uns natürlich hauptsächlich um das Thema grüner Wasserstoff. Das ist nur ein Mittel zum Zweck der Dekarbonisierung. Also das ist nicht so, dass es zum Selbstzweck werden sollte. Dass die Nutzung von Wasserstoff ist also eine Ergänzung von Effizienz, Suffizienz und der Direktelektrifizierung durch erneuerbaren Strom. Das heißt also, es braucht eine fokussierte Anwendung. Von daher setzen wir uns dafür ein, für Stahl, Chemie, für die Grundstoffindustrie, für Flug- und Schiffsverkehr, für Backup in der Stromerzeugung mit Fernwärmeauskopplung, aber auf keinen Fall im Pkw-Bereich. Und es geht uns vorrangig um den grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Der soll finanziell auch von der Regierung unterstützt werden. Und die Produktion sollte vorrangig in Deutschland und in der EU stattfinden. Und da, wo wir importieren müssen, sollte es klare Nachhaltigkeitskriterien und natürlich echte Partnerschaften auf Augenhöhe geben. Nächste Folie. Ich will jetzt nicht in die ganzen einzelnen Bereiche reingehen, weil meine Zeit auch abläuft, aber ich glaube, den Grünen sind diese Themen alle sehr präsent. Bessere Mobilität mit weniger und kleineren Pkw, klimafreundliche industrielle Revolution wagen, das Finanzwesen nachhaltig ausbauen, CO2-Bepreisung erhöhen, hin zu grüner und bezahlbarer Wärme in Gebäuden und last not least eine klimaverträgliche Landwirtschaft statt Agrarindustrie. Also ein ganzes Potpourri von unterschiedlichen Dingen, die man bedenken muss und die wir in unserem Papier besprechen. Also, wie gelingt die Transformation? Wir sind der Meinung, mit einem klaren Kompass und guter, beharrlicher Kommunikation, mit einer chancenorientierten, transformationsfördernden Grundhaltung und einem konsequenten, konsistenten und handwerklich guten Rechtsrahmen. Und ich glaube, das zeigt, dass auch dieses Beispiel von Helgoland, Vorfahrt für Partizipation, Kommunen müssen beteiligt werden. Es darf nicht sein, dass ohne die Kommunen Dinge von irgendwelchen Konzernen entwickelt und durchgesetzt werden. Es braucht Teilhabe und das ganze Thema soziale Gerechtigkeit. Herr Voss hat es genannt, aber da kommen wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen konkreter drauf, ist natürlich in den Blick zu nehmen. Und es braucht einen klugen Policy-Mix aus Ordnungsrecht, CO2-Bepreisung und Fördermaßnahmen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Averbeck. Wir haben nachher noch die Diskussion und sind so richtig gespannt darauf, wie diese Punkte da beraten werden. Wir haben jetzt als nächstes bei uns in der Runde Simone Peter,
Dr. Simone Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Im Saarland ist Feiertag und uns heute hierbei begleitest mit einem Vortrag. Wir kennen dich ja als Grüne, die als Studentin 96 eingetreten ist bei den Grünen. Wir waren, glaube ich, mal eine Zeit gemeinsam BAG-Sprecher. Du warst damals in der BAG Energie. Du bist dann in der ersten Jamaika-Koalition in Deutschland Ministerin gewesen für Energie, Energiewende und eine ganze Reihe Themen rundherum. Du hast dann erfolgreich eine Landtagswahl in schwierigsten Zeiten bestanden und warst mehrere Jahre unsere Bundesvorsitzende. Wir kennen dich aber auch zugleich als jemanden, die schon während des Studiums Richtung Wirtschaftsverbände sich orientiert hat. Du warst Chefredakteurin der Zeitung, der Fachzeitung von Eurosolar, ein Verband, den wir ja alle kennen. Und du bist jetzt Bundesvorsitzende, ehrenamtliche Bundesvorsitzende vom Bundesverband Erneuerbaren Energien. Du wirst uns jetzt berichten zu dem Thema, welche Rahmen braucht die Wirtschaft, um schnell klimaneutral zu werden. Und ich glaube, bei dir vernimmt man immer wieder primär nicht die Botschaft nach Subventionen, sondern primär die Botschaft nach einem klugen Rahmen, damit sich Erneuerbare und die ganzen Techniken um die Erneuerbaren herum entwickeln können und viele, viele Menschen mitnehmen bei den Arbeitsplätzen, bei den Einkommen und bei kostengünstiger Energie. Du hast das Wort. Du bist noch nicht freigeschaltet, Simone. Genau. Jetzt bin ich hoffentlich zu hören. Genau, jetzt ist auch das in der Bildschirm zu sehen. Kurze Bestätigung. Ja, alles klar, super. Dann, lieber Bernd, ich freue mich sehr, heute hier anlässlich eurer Klimakonferenz zu sprechen. Zunächst mal nochmals den herzlichen Glückwunsch an 25 Jahre Landtagsfraktionen. 25 Jahre Politik, die vieles von dem begleitet hat oder vorangebracht hat, für das ja auch der BEE steht, nämlich die Energiewende voranzubringen. Ich kann ganz gut an das anknüpfen, was Christiane Arabeck eben geschildert hat, was wir brauchen an diesem Dreiklang Ordnungsrecht, Förderung und gute Marktbedingungen, um die Energiewende voranzubringen. Uns eint übrigens nicht nur, dass wir auch Mitglied der Klimaallianz sind seit vielen, vielen Jahren, sondern auch, dass ich ebenfalls mal zwei Forschungsaufenthalte auf Helgoland absolviert habe. Als Mikrobiologin allerdings noch. Da ging es mir um die Gewässerökologie, war da immer schon auf den ökologischen Spuren unterwegs. Darüber tauschen wir uns noch ein anderes Mal beim Kaffee in Berlin aus. Jedenfalls will ich jetzt etwas ins Detail gehen, was Christiane eben angesprochen hatte, nämlich die Energiewende voranzubringen, die Erneuerbaren als Schlüsseltechnologien für Klimaschutz zu nutzen. Vielleicht noch mal kurz einen Überblick. Allein im Jahr 2020 haben die erneuerbaren Energien über die Sektoren Kraftstoffe, Wärme und Strom mehr Treibhausgasäquivalente eingespart, als der gesamte Verkehrssektor in Deutschland ausstößt. Das zeigt, und du hast eben gesagt, Bernd, wir sind jetzt bei 16-17% Erneuerbare am Gesamtenergiebedarf, dass wir erhebliches Treibhausgaseinsparungspotenzial haben, wenn wir jetzt die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Das ist im Stromsektor schon sehr, sehr gut passiert. Ich habe es hier nochmal aufgetragen. Da haben wir seit dem Erneuerbaren Energiengesetz, vor allem im Jahr 2000 und auch der Liberalisierung im Strommarkt, eine erfolgreiche Dynamik gesehen. Im Strombereich sind wir schon bei fast 50% jetzt nach ein paar Monaten 2021 angekommen, während es bei Strom, bei Wärme und bei Verkehr doch noch deutlich hapert. Hier brauchen wir richtige Sprünge in den nächsten Monaten und Jahren. Das EEG war sicher der zentrale Schlüssel 2000 in Kraft getreten, um als direktes Verursacherprinzip getreues Gesetz die Erneuerbaren voranzubringen. Es gab eine ganze Reihe von Novellierungen, die haben den Erneuerbaren leider nicht immer gut getan. Es war so, dass wir leider im Jahr 2011, 2012, da war ich auch selber als Ministerin unterwegs, um klarzumachen, dass man andere Bedingungen braucht, um die Photovoltaik zu retten. Das ist leider anders
passiert. Wir haben da einen hohen Arbeitsplatzverlust in der Solarbranche erlebt. Und auch mit der Novelle 2017 leider doch viele, auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, viele Verluste bei der Windindustrie, weil Politik immer wieder andere Prämissen in den Vordergrund gestellt hat. Obwohl wir eine extreme Degression der Kosten erlebt haben, wurde immer aus Kostengründen oder aus Netzgründen oder anderen Gründen den erneuerbaren Energien Steine in den Weg gelegt, sodass diese Entwicklung leider nicht immer konstant war. Sonst könnten wir heute auch schon bei weit mehr als 50% Anteil im Stromsektor sein. Aber man sollte den Scheffel auch nicht in den Schatten stellen, sondern im Licht lassen und mal die Vorteile voranstellen. Wesentlicher Vorteil ist sicher, dass die Erneuerbaren immer günstiger werden. Die Internationale Energieagentur hat gerade während Corona gesagt, wir müssen jetzt die erneuerbaren, wettbewerbsfähigen Quellen, vor allen Dingen Photovoltaik und Wind, global nutzen, um die Energiewende, die Transformation im Energiesektor voranzubringen. Unser Grundprinzip ist, das natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Das EEG war immer ein Instrument, was bürgernah angelegt hat. Die Energiegenossenschaften sind zu Hunderten gegründet worden in den letzten Jahren. Viele Bürgerenergieprojekte haben dazu beigetragen, dass die Akzeptanz gegenüber den Projekten doch sehr, sehr hoch war und auch teilweise noch ist. Und das Kostenargument ist eben doch besonders. Die Energiewende in Deutschland hat auch global dazu beigetragen, dass wir die Kosten in der Photovoltaik und bei Wind Onshore massiv senken konnten. Das ist hier nochmal aufgetragen. Man sieht, wie massiv die Photovoltaikkosten nach unten gegangen sind. Wir diskutieren ja viel über die EEG-Umlage als einen Bestandteil der Stromkosten. Die macht dieses Jahr nur noch etwa 0,1 Cent pro Kilowattstunde aus. Das muss man sich immer mal vor Augen führen, wenn gesagt wird, wir müssen jetzt die Umlage senken. Wir müssen sicher was tun, um die Stromkosten runterzufahren und die Sektorenkopplung anzukurbeln. Aber das heute die Erneuerbaren zu den Stromkosten beitragen, das ist nicht mehr real und das muss man immer wieder deutlich machen. Das ist günstiger als Kohle oder Atom und deswegen geht es jetzt darum, die erneuerbaren Energien als die Hauptverantwortlichen im Stromsektor weiter auszubauen und den schon begonnenen Kernenergieausstieg und Braunkohle- und Steinkohleausstieg auch möglichst schnell zu Ende zu führen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir weit vor 2038 aus der Kohle rauskommen, weil heute schon Kohlekraftwerke nicht mehr rentabel zu betreiben sind. Und auch wenn der Atomausstieg immer wieder mal diskutiert wird, der wird vollzogen. Es wird sich keine Partei mehr in Deutschland und auch kein Energieversorger in Deutschland mehr erlauben, einen Wiedereinstieg in die Atomenergieversorgung. Dazu sind die Folgekosten zu hoch und die Technik ist im Abwickeln in diesem Land und nicht mehr im Hochfahren. Eben schon gesagt, die erneuerbaren Energien sind im Bürgerrat und das ist für mich wichtig. Die Bürgerinnen und Bürger müssen auch in Zukunft die Hauptversorgung als Prosumer, also als diejenigen, die die Energie produzieren, aber auch konsumieren, in der Nachbarschaft teilen. Das sind Ansätze, die wir sehr unterstützen. Die Europäische Union gibt vor, dass das Energy Sharing stärker in nationales Recht umgesetzt wird. Da drücken wir sehr, dass das auch in der Bundesregierung Rechnung getragen wird, spätestens hoffentlich mit der nächsten Bundesregierung, um diesen Schlüssel der Akzeptanz und der Möglichkeit, den Menschen die Demokratisierung der Energieversorgung noch stärker nahezulegen, dass uns das auch noch stärker gelingt. Und sie schaffen Arbeit. Ich habe eben schon gesagt, wir haben leider viele Arbeitsplätze verloren. Wir waren schon mal bei über 400.000, aber immerhin sind noch über 300.000 Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren tätig. Gerade letzte Woche wurde am Standort Freiberg in Sachsen nochmal eine Photovoltaikproduktion gestartet. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir da wieder zurückfinden. Wir müssen auch bei der Windindustrie wieder deutlich Aufwind bekommen, um hier Arbeitsplätze zu schaffen. Durch grünen Wasserstoff kann durch eine Expertise, die wir mit dem Landesverband Erneuerbare Energie in Nordrhein-Westfalen erstellt haben, bis zu 800.000 Arbeitsplätze im Jahr 2050 geschaffen werden. Und auch mehrere hunderttausend, wenn wir endlich an die Gebäudesanierung gehen. Der schlafende Riese Wärme wartet immer noch darauf, dass er wach geküsst wird oder wach gerüttelt wird. Also
Das Arbeitsplatzpotenzial ist riesig und muss endlich mit allen Möglichkeiten genutzt werden. Hier habe ich das nochmal in den Schlagzeilen, die wir da produziert haben, also sowohl in der Gebäudesanierung, wo wir etwa knapp ein Viertel der Menschen, die jetzt in der Corona-Krise Arbeit verloren haben durch Umschulung zum Beispiel in den Gebäudesektor bringen könnten, in die Sanierung des Gebäudesektors und etwa 800.000 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2050 durch grünen Wasserstoff, und da gebe ich Christian Ohrwitt natürlich recht, rein grünen Wasserstoff. Eine wachsende Rolle wird mit Sicherheit die Sektorenkopplung spielen. Wir erleben einen Boom bei der Elektromobilität. Der Verkehrssektor wird sich komplett verändern. Im Pkw-Bereich gehe ich davon aus, werden wir sehr schnell wachsende Zahlen von Elektromobilen sehen. Da wird dann Strom gebraucht, genauso wie bei den Wärmepumpen im Wärmebereich, aber auch für den grünen Wasserstoff, vor allen Dingen für die Industrieanwendungen. Ich weiß, ich komme aus der Stahlregion, habe mich als Energieministerin damit immer befasst. Allein für ein Stahlwerk würden theoretisch 7.000 neue Windanlagen gebraucht, um den grünen Wasserstoff dafür zu produzieren. Das muss man immer wieder auch mal vor Augen führen. Das ist der Champagner der Energiewirtschaft, wie das Claudia Kempfert immer wieder sagt. Wir brauchen sehr viel davon und da wird auch Schleswig-Holstein von profitieren. Aber wir müssen die Anwendungen klar herausarbeiten. Er wird nicht für alle Welt einsetzbar sein. Ich sehe ihn weniger im Heizungskeller und weniger beim Pkw, aber in der Industrie wird er eine ganz zentrale Rolle spielen können und müssen und so weit wie möglich auch aus heimischer Herstellung. Der Ausbau stoppt, das habe ich eben schon gesagt, wir müssen also wieder ankurbeln. Die Rahmenbedingungen waren in den letzten Jahren, vor allen Dingen im Strombereich durch das EEG 2017, aber auch mangelnde Ausschreibungsdesigns bei der Bioenergie und bei der Photovoltaik so, dass wir hier kein exponentielles Wachstum mehr hatten. Und die Konflikte, das wisst ihr auch vor Ort in Schleswig-Holstein, das ist der Artenschutz, das sind Form- und Verfahrensfehler bei den Genehmigungen, das ist der Flächenzugriff, Denkmalschutz. Also wir brauchen hier eine ganz neue Offensive, um auch die Anlagen in der Fläche abzubilden, Genehmigungen herbeizuführen. Und das betrifft nicht nur ein Bundesland, da müssen wir in verstärkte Anstrengungen in den nächsten Monaten und Jahren gehen, um diese Flächen zu generieren und die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger zu bekommen. Was ist jetzt zu tun? Auch wir haben ein Programm aufgestellt für die Bundestagswahl. A und O ist raus aus den fossilen Energien so schnell wie möglich. Die Abschaffung der Subventionen für fossile Energieträger, die immer noch im Bereich von 40 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr liegen im Bundeshaushalt, sind umzulenken. Zum Beispiel auch, um auszugleichen, wenn wir jetzt beim CO2, bei der CO2-Bepreisung nach oben gehen. Auch wir sind der Meinung, dass wir höhere Preise beim Verkehr und bei der Wärme brauchen, auch im nationalen Reduktionspfad beim Strom oder für den Stromsektor, dass man einen umfassenden sozialen Ausgleich geben muss an die Bürgerinnen und Bürger. Also hier mit einem angemessenen Verteilungsschlüssel an die Bürgerinnen und Bürger rückvergüten und auch immer schauen, können kleine, mittlere Unternehmen hier entlastet werden, wo gehen die Entlastungen, damit diese Energiewende sozial gerecht erfolgt. Turbo bei der Energiewende, also der Ausbau erneuerbarer in allen Sektoren. Wir gehen davon aus, nach unserem Szenario, dass wir 2030 mindestens 44%, das statt der heute 16-17% Erneuerbaren haben werden, wenn wir bei der Treibhausgasminderung von 65% bleiben. Dass es im Stromsektor mindestens 77% braucht, um diese Treibhausgasminderung zu gewährleisten. Da braucht es Korrekturen bei den Ausschreibungen. Es müssen Hemmnisse abgebaut werden. Wir müssen endlich von einem realistischen Bruttostrombedarf ausgehen, der ansteigen wird, trotz hoher Effizienzen. Und ganz wichtig wird sein, das habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, die Akzeptanz über die Bürgerbeteiligung mit einer sehr starken Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Kommunen, der Umsetzung der RED2-Richtlinie, die eben erneuerbare Energiengemeinschaften auch im rechtlichen Rahmen setzt, um im Quartier Erneuerbare gemeinsam für die Energieproduktion die Verteilung zu nutzen, gemeinsame Fahrgemeinschaften mit Elektromobilen und. Wir brauchen die Flächen und Genehmigungen und wir brauchen Systemdienstleistungen für erneuerbare Energien,
Die Erneuerbaren haben jetzt einen Anteil im Stromnetz, der sie systemdienlich machen lässt. Über 50%. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Flexibilität, die mit Erneuerbaren möglich ist, aber auch mit Speichern, auch mit Sektorenkopplungstechnologien, dass wir die nutzen, dass wir die anreizen, dass das Stromsystem auf die erneuerbaren Energien umgerüstet wird und ein klarer Vorrang für die erneuerbaren Energien statt Abregelungen stattfindet, um die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien vollständig umzusetzen. Ich habe es eben schon gesagt, der Bruttostrombedarf wird steigen für, das ist hier rechts mit dem Kreis dargestellt, für Power-to-X-Technologien wie grünen Wasserstoff, für Elektromobilität, für Wärmepumpen. Deshalb, ich gehe hier nicht näher drauf ein, das kann man vielleicht auch nachher in der Diskussion noch besprechen, also steigender Bruttostrombedarf, der muss natürlich mit dem steigenden Anteil von erneuerbaren Energien einhergehen. Hier sind mal dargestellt, 2019 sind wir bei 242 Terawattstunden erneuerbare Energien und nach unserem aktuellen Szenario 2030 bei 575 Terawattstunden. Und was man rechts so ein bisschen übereinander gestapelt sieht, sind die Ausbau installierte Leistungen bei einzelnen Technologien. Also wir brauchen eine Vier- bis Fünffachung bei der Photovoltaik und auch eine Vier- bis Fünffachung beim Wind, um diese Klimaziele und die Ausbauziele im Stromsektor zu gewährleisten. Auch das habe ich eben schon gesagt, sonst würde ich zu lang, ich gehe hier nur kurz drüber. Flexibilitäten anreizen im Stromsektor, Erzeugerflexibilität, fossile Lasten abschalten, steuerbare, erneuerbare Fahrweise anreizen, das Lastmanagement auch gerade in dem Industriesektor voranbringen, Smart Meter, den industriellen Eigenverbrauch stärker über Börsenprodukte hier mit einbeziehen, Speichersysteme nutzen. An diesem neuen Strommarktdesign arbeitet der BEE gerade mit dem Fraunhofer-Institut. Wir werden pünktlich zu den Koalitionsverhandlungen der neuen Regierung ein neues Strommarktdesign vorlegen, was diese dezentrale Kraft und diese Flexibilität im Strommarkt darstellt und darstellt, wie wir die fossilen Lasten dann auch peu à peu abschalten können, um den Erneuerbaren den Vorrang zu gewähren. Noch schnell die letzten Punkte. Wichtig ist, die Energiewende muss als Mitmachprojekt ermöglicht werden. Wir brauchen also eine Reform der staatlich induzierten Strompreisbestandteile. Hier gehe ich nicht näher drauf ein. Wir brauchen die Abschaffung der beim Eigenverbrauch anfallenden Abgaben. Da ist beim letzten EEG schon ein bisschen was passiert. Aber trotzdem, es kann nicht sein, dass Prosumer nach wie vor Abgaben auf den Eigenverbrauch zahlen. Das muss umfassend angereizt werden, dass wir auch mit erneuerbaren Energiegemeinschaften und Bürgerenergie vorankommen. Speicher, da bezieht sich das jetzt gerade auf ein Gesetz zur steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Wir müssen Doppelbelastungen mit entgeltenden Abgaben von ein- und wieder ausgespeicherten Netzstrom abschaffen. Also auch hier braucht es Regelungen, Anreize, wie wir mit Energiespeichern umgehen. Da gehe ich auch nicht näher drauf ein. Wenn es da Nachfragen gibt, gerne nachher. Großes Thema Gebäudesektor. Da ist wirklich alles notwendig, das Ordnungsrecht, die weitere Förderung, aber Förderung ausschließlich auf erneuerbare Technologien, keine fossilen Technologien mehr fördern, Wärmenetze voranbringen, die auf Erneuerbaren beruhen, die grünen Gase im Industrieprozess einsetzen, also hier das gesamte erneuerbare Potenzial nutzen. Hier sind einige Gesetze zwar auf den Weg gebracht worden in der Legislatur, aber längst nicht ambitioniert genug, um den gesamten Wärmemarkt richtig aufzurüsten und zu dekarbonisieren. Hier ist wirklich noch ganz, ganz viel möglich und ein wahnsinniges Wirtschaftsförderprogramm. Wenn wir jetzt also aus der Konjunkturkrise rauskommen wollen nach Corona, dann ist der Gebäudesektor ein enormes Potenzial, um Gebäude, aber auch Wärmenetze, ein erneuerbares Fernwärmeprogramm zum Beispiel aufzulegen, um hier voranzukommen. Und letzter Punkt, Verkehrswende, auch das ist eben schon angesprochen worden. Wir haben immer wieder gesagt, wir müssen eigentlich bis zum Jahr 2030 den Weg bereitet haben, um danach keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Man kann das aber auch anders regeln, indem man zum Beispiel die Treibhausgasminderungsquote im Bundesemissionsschutzgesetz
hochsetzt und damit den fossilen Verkehr unattraktiver macht. Man kann die Fahrzeugflotten umrüsten. Das war ein Modell, was ich mal als Verkehrsministerin im Saarland angeregt hatte, auf Elektromobile die Flotten anzugehen und in einer Mobilitätskarte gleich mit lokaler Fahrradinfrastruktur und ÖPNV-Infrastruktur zu verbinden. Und natürlich da, wo noch grüner Wasserstoff oder Sun- und Synfuels gebraucht werden im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, hier die Möglichkeiten nutzen und diese voranbringen. Ja, last but not least, Energiewende jetzt voranbringen. Auch wir haben das in einer kleinen Broschüre zusammengestellt, die wir auch gerne verschicken, die Herausforderung für die nächste Legislatur. Ich sage immer Hashtag Klimawahl. Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die nächste Bundestagswahl zur Klimawahl, zur Klimaschutzwahl wird und Bund und Länder hier gemeinsam Kräfte bündeln, um die Klimatechnologie und das große wirtschaftliche Potenzial, was damit verbunden ist, voranzubringen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Der BEE wird mit seinen rund 55 Mitgliedsverbänden und etwa 5000 Unternehmen, die dahinter stehen, weiter dafür kämpfen, dass wir schnell zu Klimaneutralität und schnell zu 100% erneuerbaren Energien kommen. Danke euch. Ja, vielen Dank auch von uns, Simone, für diesen super Überblick über das Thema. Ich bin gespannt auf die Diskussion nachher. Wir haben jetzt zwei Statements. Als erstes darf ich Sophie Baxen begrüßen. Und da gehe ich jetzt, oder da gehe ich erstmal in Plattdeutsch, weil wir haben uns Löffel kennengelernt, nicht 100 nicht. Das wäre 2020. Just bevor Corona losging, du wärst Studentin, konntest du jetzt ohne Corona das Studentenleben genähten und wir haben uns in Berlin kennengelernt bei der Demonstration Wie haben wir das? Und ich fand das einfach spannend, in Berlin jemand dort draußen, der Native Speaker in Plattdeutsch ist. Und was besonders spannend ist, warum du dort wärst, du hast so ein Treffen mit fünf anderen jungen Leuten aus den verschiedensten Bereichen, die Torsorgen Klimaklage verbereiten den für Bundesverfassungsgericht. Einen mutigen Schritt, einen großen Schritt und die sind erfolgreich wählen. Wenn ich vielleicht in Hochdeutsch weiterrede, also Sophie Baxen und ich haben uns in Berlin 1920 nicht, das war 2020 kennengelernt, kurz bevor Corona losging, auf der Wir haben es satt-Demonstration. Und spannend fand ich einfach, dass sie muttersprachlich Plattdeutsch sprach und sich da gerade traf mit fünf anderen jungen Leuten, die die Klimaklage vom Bundesverfassungsgericht vorbereiten. Sie kommt ja nicht von Helgoland, sondern von der Insel Pelvorm und hat im Grunde in einem Interview mal gesagt, Angst ist nicht mein Gefühl, mich nervt es nur, dass die Politik nichts tut. Ich bin eher wütend, ängstlich überhaupt nicht und das Klimagesetz ist einfach nur ein Witz, was uns da präsentiert wird. Ja, Hut ab vor dem Mut, den ihr gehabt habt in den letzten Jahren, diesen Weg zu gehen, der Klage zu gehen, auch ja, Gerichte zu bemühen, ist ein Teil der Politik einfach, um der Durchsetzung von politischen Zielen, wenn einfach nicht entsprechend gehandelt wird. Wir sind gespannt auf dein Statement, Sophie. Vielen Dank, Bernd. Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Und natürlich von mir auch herzlichen Glückwunsch an die Grüne Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein. Genau, wie Bernd schon gesagt hat, ich komme von der Nordseeinsel Pelvorm. Das ist eine kleine Marschinsel mitten im Weltnaturerbe und Nationalpark Wattenmeer. Bin mit meinen drei Brüdern auf einem kleinen Bio-Bauernhof aufgewachsen und studiere momentan Agrarwissenschaften in Kiel. Und genau, wir haben im Oktober 2019 als Familie beim Verwaltungsgericht in Berlin geklagt mit zwei anderen Familien, sind aber nicht, also waren nicht erfolgreich. Wir wollten die Bundesregierung endlich dazu bringen, ihre selbsternannten Klimaziele einzuhalten und umzusetzen. Und aufgrund des, ja, der Ablehnung sozusagen und des neu erlassenen Klimaschutzgesetzes im Herbst 2019 haben wir uns dann eben gemeinsam entschieden mit unserer Anwältin Roda Verheyen. Ich und acht andere junge Menschen sind das. Haben wir uns dann entschieden, Anfang Januar 2020 eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Und da habe ich dann eben auch Bernd kennengelernt. Genau.
Unsere Eltern sind dieses Mal gar nicht involviert, sondern das sind eben nur wir junge Menschen. Und jetzt im April 2021 hat uns das Bundesverfassungsgericht in Teilen Recht gegeben. Wichtig ist aber auch, dass viele andere kleine Schritte eben zu diesem Erfolg geführt haben und viele Klagen, Verfassungsbeschwerden weltweit, aber auch viel politisches Engagement vieler Menschen. Und genau, das hat eben dazu geführt, dass das Gericht aus meiner Sicht so eine mutige Entscheidung getroffen hat letztendlich. Ja, das wichtigste Ergebnis der Verfassungsbeschwerde ist eben die Generationengerechtigkeit. Es geht nicht, dass die jetzige verantwortliche Generation mit den Treibhausgasemissionen einfach so weitermacht wie jetzt und mal guckt, was dann passiert und dann ab 2030 eben wir drastische Maßnahmen ergreifen müssen, damit wir noch überhaupt irgendwas retten können. Es müssen jetzt schlüssige Pfade zur CO2-Reduktion vorgelegt werden, damit sich eben nicht die ganze Reduktionslast auf die Zeit nach 2030 verschiebt. Wichtig ist eben auch, wie es in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht, dass die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen massiv eingeschränkt werden, wenn jetzt nichts getan wird. Klimaschutz ist ein Grundrecht, das ist ebenfalls ein Ergebnis unserer Klagen. Und genau deshalb funktioniert die Ausrede der Verantwortlichen, Klimaschutz kostet zu viel, ist zu anstrengend, funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht mehr. Und genau das steht eben unter anderem auch in dem Urteil. Ich meine, wir wissen alle, dass jeder Einzelne im alltäglichen Leben vieles verändern kann und auch muss. Aber wir wissen auch, dass an den großen Stellschrauben die Politik dreht und drehen muss. Die große und kleine Politik, das geht von der Kommunalpolitik über die Kreis, Land, Bund bis eben zur EU. Und es muss sich etwas in der Politik und in den Vorgaben verändern. Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, wie zum Beispiel politisches Engagement, Aktivismus, veränderte Unternehmensführung, Gemeinwohlökonomie und so weiter. Es müssen aber eben auch neue Gesetze erarbeitet werden. Mich hat tatsächlich auch erstaunt, wie alle Politiker und Politikerinnen auf das Urteil reagiert haben und wie alle das gefeiert haben. Und tatsächlich kommt dann nach wenigen Wochen das neue Klimaschutzgesetz auf den Tisch oder Nachbesserungen, die vermutlich irgendwo in irgendeiner Schublade lagen. Ich meine, sonst kann man nicht innerhalb von einer Woche ein neues Klimaschutzgesetz erlassen. Das kann aber einfach nicht sein und gibt uns das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. In der Fridays for Future Bewegung waren und sind immer noch weltweit Millionen Kinder und Jugendliche auf der Straße unterwegs, um gegen unzureichende Klimaschutzpolitik zu streiken. Und die Bundesregierung bringt eben dann, gerade als dieser globale Klimastreik war, Ende 2019, ein Klimaschutzgesetz auf den Weg, was wie ein schlechter Witz aussieht. Und das zeigt uns eben, die Politik hat uns junge Menschen jahrelang oder immer ignoriert. Und jetzt kommt eben nach diesem Urteil wieder eine Nachbesserung auf den Weg, die ebenfalls nicht genug beinhaltet. Das ist ja nachgewiesen. Es wird endlich Zeit, dass Politik auch für uns junge Menschen, für die nächsten Generationen gemacht wird und nicht nur für den nächsten Wahlkampf, für die nächsten 4 Jahre Bundestag. Ja, meine Heimat ist, wie gesagt, die Nordseeinsel Pelvorm. Wir leben hier im Wattenmeer. Es ist ein sehr, sehr wandelbarer, dynamischer Lebensraum. Und wir spüren den Klimawandel eben jetzt schon. Und wir sind bereits betroffen, werden es in Zukunft aber natürlich auch noch viel mehr sein, genauso wie alle anderen Halligen und Inseln, die ebenfalls im Wattenmeer liegen, besonders eben durch den steigenden Meeresspiegel. Wir sind aber auch nur ein Beispiel, was ich ganz, ganz wichtig finde, ein Beispiel dafür, dass eben über kurz oder lang wir alle betroffen sein werden. Also über kurz oder lang wird es uns alle betreffen, in Deutschland und natürlich überall anders auch. Und deshalb geht es nicht mehr darum, wann wir endlich mal anfangen wollen mit ernsthaftem Klimaschutz, sondern darum, wie wir jetzt anfangen und dass wir uns überlegen, wie wir am besten beginnen, damit es für zukünftige Generationen lebenswert bleibt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sophie. Vielen Dank für deinen Beitrag und im Grunde auch, dass du so deutlich gemacht hast, dass es um die Freiheit geht, 50 auch solidarisch und gut zu leben. Und ich glaube, dass
hat mich im Grunde auch vor über 2 Jahren überwältigt, als die neue Klimabewegung, wenn ich das so sagen darf, losging und eigentlich auch deutlich wurde, hier wird gekämpft, so auch für die eigene Zukunft, die sonst so richtig eng wird. Aber ich glaube, darüber reden wir gleich in der Diskussion noch wieder. Ich darf jetzt ankündigen, unsere Finanzministerin Monika Heinold, ich glaube, ich brauche sie grundsätzlich überhaupt nicht vorstellen, alle kennen sie. Und sie steht ja auch als jemand, die 25 Jahre im Landtag dabei ist, als Ministerin in der Fraktion dabei ist, für 25 Jahre grüne Politik in Schleswig-Holstein. Aber ich möchte an der Stelle schon noch mal was anderes sagen. 18 Jahre vorher kamen die ersten Grünen in Parlamente in Nordfriesland, also bei Sophie, bei uns im Kreis Steinburg. Und danach haben wir ziemlich viele Kommunalparlamente mit vielen, vielen Grünen aktiv hier besetzt im Land. Und eine von denen war auch Monika im Kreis Segeberg als Kreistagsabgeordnete. Und von daher kennen wir sie schon viel, viel länger, wie sie engagiert auch wirklich die harte Kernearbeit jeweils in den Kommunen kennt. Und wir wissen ja auch, dass gerade in den Kommunen, in den Städten, in den Gemeinden ganz, ganz viel Klimaschutz über viele Jahre schon in kleinsten Bausteinen vorangetrieben wurde. Monika, du hast das Wort. Wir sind gespannt auf dein Statement. Ja, euch allen, uns allen ein herzliches Willkommen an diesem doch sehr besonderen Tag für uns Grüne. Und die drei Beiträge, Bernd, aber auch deine einleitenden Worte, die zeigen ja zwei Dinge. Auf der einen Seite, es hat sich schon etwas verändert und auf der anderen Seite, wir sind bei weitem noch nicht gut genug, wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen und wir müssen sie erreichen, dann muss es mehr Dynamik geben. Und es ist gut, dass die jungen Leute so viel Druck machen. Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht noch einmal gesagt hat, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns ja 2 Dinge mitgegeben. Es hat gesagt, weil Klimaneutralität lange Planungszeiträume und Horizonte braucht, müssen wir die Ziele auch definieren und die Dinge Stück für Stück auf den Weg bringen. Und auf der anderen Seite hat es aber auch gesagt, dass wir jetzt anfangen müssen mit sehr konkreten Dingen und zwar schnell. Also dass wir im Grunde Sprint und Marathon miteinander vereinbaren müssen, um durchzukommen. Und natürlich spielt die Finanzpolitik und die Frage, wie lässt sich das denn alles finanzieren? Wie können wir denn diese sozial-ökologische Transformation auch umsetzen? Eine riesengroße Rolle. Und Frau Averbeck hat ja auch angesprochen, dass alle Sektoren betroffen sind, von der Mobilität bis zu vielen anderen Bereichen, innovative Wirtschaftsförderung, all das, was sein wird. Ich glaube, dass es eine vielfältige Antwort braucht. Mir ist es ein bisschen zu kurz gesprungen, nur zu sagen, dann nehmen wir eben die die Schuldenbremse raus aus dem Grundgesetz, weil gerade mal die Zinsen günstig sind, sondern wir müssen tatsächlich ein kombiniertes Vorgehen machen und ich stelle mir da 3 Schritte vor. Das eine ist, dass wir natürlich die Schuldenbremse anpassen mit Augenmaß, das werde ich gleich ein bisschen ausführen. Das zweite ist, dass wir die staatliche Einnahmeseite verbessern, um eben die ganzen Innovationsprojekte auch finanzieren zu können. Und das dritte ist, und da ist Simone Peter ja schon drauf eingegangen, dass wir natürlich die klimaschädlichen Subventionen abschaffen und die Fehlanreize, die es in der Finanzpolitik, in der Steuerung zurzeit gibt, dass wir die herausnehmen. Vielleicht einmal zur Schuldenbremse, zu einer Weichenstellung, die durchaus wichtig ist. Wenn wir die Schuldenbremse nachjustieren, dann muss völlig klar sein, dass die Investitionen, die darüber möglich sind, zwingend in Zukunftsinvestitionen gehen. Und dass sie nicht nur dazu beitragen, dass mehr Geld im System ist, sondern die Länder müssen sich auch verpflichten, nachzuweisen, dass es zusätzliche innovative Maßnahmen sind, die gefördert werden. Denn wir hatten ja viele Jahrzehnte praktisch ohne Schuldenbremse und das hat nur dazu geführt, dass wir die zukünftige Generation belastet haben. Also ja, eine Nachjustierung der Schuldenbremse, aber immer mit Blick auf die zukünftige Generation, auch klar im Ziel und in der Weichenstellung. Die zweite Weichenstellung, die wir brauchen, ist die Verbesserung der Einnahmesituation. Und da steht bei mir tatsächlich das Schließen von Steuerschlupflöchern ganz, ganz oben auf der Agenda.
Ich erlebe das jetzt seit fast 10 Jahren im Bundesrat und es ist fast unerträglich, dass es kaum gelingt, Steuerschlupflöcher zu schließen. Wir haben jetzt gerade noch mal die Debatte um die Share Deals gehabt, um die Grunderwerbsteuer, die von den großen Unternehmungen nicht gezahlt werden, weil sie sich alle möglichen Steuertricks und Löcher überlegen. Mit viel Kampf ist da jetzt gelungen, ein bisschen die Sache besser zu machen und einen Teil des Steuerschlupfloches zu schließen. Aber wir haben auch die Gegenbewegung von großen Kanzleien, die sich immer wieder neue Steuertricks überlegen. Und deshalb braucht es auch eine nationale Anzeigepflicht für Steuergestaltung, damit wir als Finanzverwaltung auch schnell erkennen, wo neue Steuerschlupflöcher aufgebaut werden und auch dagegen arbeiten können. In der Debatte und mindestens genauso notwendig ist natürlich auch die Mindestbesteuerung auf europäischer Ebene von Unternehmungen, die Finanztransaktionssteuer, die 10 Jahre nach der Finanzkrise immer noch nicht umgesetzt ist, die Digitalsteuer, die europäische Digitalsteuer und natürlich Corona hat es gezeigt, wir müssen auch neu diskutieren über die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das ist nicht nur etwas zur Finanzierung all der Aufgaben, die wir haben, der Zukunftsaufgaben, sondern das ist auch etwas, was wir zwingend für das Gerechtigkeitsgefühl, sage ich mal, für den Anspruch auf Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft brauchen. Und die dritte große Weichenstellung, das ist der Abbau der klimaschädlichen Subventionen. Und auch hier haben wir eine Menge vor der Brust. Und auch das sind Dinge, die nicht alle wollen in dieser Gesellschaft und wo wir tatsächlich hart kämpfen müssen und wie ich hoffe, in einem Koalitionsvertrag die Dinge auch glasklar festschreiben. Da geht es von der Abschaffung des ermäßigten Steuersatzes für Diesel, von der Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung für die internationalen Flüge bis hin zur Einführung einer Kerosinsteuer. Und dann ist natürlich relativ neu, aber wichtig in der Dynamik die Debatte um den CO2-Preis. Da sind wir in 2021 auf Druck der Grünen einen ersten Schritt gegangen. Aber hier ist Nachsteuerungsbedarf. Ich will da nicht viel zu sagen, weil ich mich auch kurz halten soll und weil es ja auch schon angesprochen wurde. In der Zusammenfassung lässt sich aber sagen, dass die Finanzierung der sozial-ökologischen Transformation ein großer Kraftakt ist. Und zwar sowohl ein finanzieller Kraft, auch ein gesellschaftspolitischer. Und da braucht kleine Maßnahmen wie große Maßnahmen. Klimaschutz fängt im Kleinen an. Wir haben in Schleswig-Holstein eine ganze Reihe gemacht. Und ich bin ganz froh, dass die Wärme nochmal so deutlich auch angesprochen wurde, weil es hier natürlich die energetische Sanierung auch der Liegenschaften der öffentlichen Hand ist, wo wir weiter vorankommen müssen. Die Selbstverständlichkeit bei Schulsanierung, dass die Photovoltaikanlage mit aufs Dach kommt. Wir sind bei der Mobilitätswende hier jetzt einen großen Schritt vorangekommen, weil wir tatsächlich emissionsarme Triebwagen in der Ausschreibung haben und auf die Schiene bringen wollen und auf die Schiene bringen müssen. Ich bin aber auch froh, dass die Vorrednerin einmal angesprochen haben, wie wichtig das ist. Simone nannte das Mitmachprojekt. Frau Averbeck hat die kommunale Einbindung angesprochen. Wir werden all das, was wir da vor der Brust haben, nur hinbekommen, wenn wir die Bürger und die Bürgerinnen mitnehmen, wenn wir erklären, wenn wir Mut machen, wenn wir auch deutlich machen, dass es für alle zu schaffen ist und nicht auf den Schultern der kleinen Leute alles abgeladen wird. Und wir werden den Klimawandel nur schaffen, wenn wir auch die Wirtschaft mitnehmen. Wir sind zwingend darauf angewiesen, dass wir die Wirtschaft mit an Bord haben. Und dazu braucht es einen klaren Ordnungsrahmen, der für die Wirtschaft verlässlich ist. Und das ist das, was ich immer wieder höre, gerade auch von jungen Familienunternehmen, wo es einen Wechsel im Management gegeben hat. Die sagen, wir wollen gerne mitmachen. Aber wenn wir jetzt unsere Branche sozusagen umstellen, dann brauchen wir einen Ordnungsrahmen, dann brauchen wir ein Regelwerk, auch ein steuerliches Regelwerk, was zwingend verlässlich ist und sich nicht jede 1, 2, 3 Jahre ändert. Wirtschaft kann sich nur umstellen, wenn Planbarkeit und Verlässlichkeit da ist. Und dazu gehört natürlich auch die Verlässlichkeit und klare Ansage, wie es mit der CO2-Bepreisung in den nächsten Jahren weitergeht. Ich bin ein optimistischer Mensch, sonst hätte ich es nicht 25 Jahren als Mitglied der Fraktion, mal als Abgeordnete und mal als Ministerin ausgehalten im Dialog in den unterschiedlichen Koalitionen, in denen ich ja war.
wir haben schon unglaublich viel geschafft und gerade die Corona-Krise hat ja auch nochmal gezeigt, wenn die Gesellschaft zusammensteht und zusammenhält und auch Gelder mobilisiert, dann kriegen wir eine ganze Menge auf die Reihe und dann machen viele auch mit. Und ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei den jungen Leuten bedanken bei Fridays for Future. Das ist für uns in Regierungsverantwortung da manchmal auch ein bisschen unbequem, aber so soll es sein. Die Jugend muss drängen, die Jugend muss einfordern, dass wir als ältere Generation, das darf ich für mich mit über 60 sagen, dass wir in die Gänge kommen, damit die sozial-ökologische Transformation in 10 Jahren nicht weiter ein Schlagwort ist, sondern wirklich belegbar mit Maßnahmen im Umsetzungsprozess ist, um eben die Klimaziele zu erreichen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Vielen Dank, Monika. Wir gehen jetzt in die Diskussion rein. Joschka, übernimmst du? Das mache ich gerne, lieber Bernd. Vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank und hallo auch erstmal noch von mir. Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Wir gehen jetzt in die Diskussion zum Panel 2. Auch hier, wir haben uns vorgenommen, ungefähr eine Stunde miteinander zu diskutieren und uns auszutauschen, Ideen weiterzuentwickeln. Es gibt die Möglichkeit, von der schon, wie ich das sehe, sehr fleißig Gebrauch gemacht wird, Fragen zu stellen über das Frage- und Antwort-Tool. Die würden wir dann im Laufe der Diskussion aufgreifen. Teil werden wir auch schon in den jetzt angedachten Fragen, denke ich, beantworten. Und ich glaube, wir haben eine ganze Reihe an Themen, die jetzt angerissen worden sind, über die wir noch ein bisschen schauen können und in die wir so ein bisschen eintauchen können. Vielleicht fangen wir aber erstmal damit an, einen Punkt aus den Beiträgen noch zu überbringen, der keine Frage war, sondern noch ein großes Dankeschön an Sophie für dein Engagement. Ich finde auch alles, was nicht Frage ist und positive Rückmeldung, wollen wir gerne weitertragen und sehr schön, dass wir als junge Lüd doch irgendwie auch was erreichen können mit unserem Engagement. Das wollen wir gerne weitermachen und insofern große Ermutigung, auch weiter dabei zu bleiben. Monika, vielleicht machen wir tatsächlich mal mit dem letzten Thema weiter, das du auch angesprochen hast, nämlich oder einem der letzten Themen, die du angesprochen hast, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich diese große Transformation, die da vor uns steht, gestalten und gleichzeitig auch die Menschen mitnehmen. Ja, das ist sowohl in den Beiträgen von Simone als auch von Christiane Averbeck angestoßen worden. Einmal in Form sozusagen, wie können wir bei der Energiewende über Bürgerenergiegenossenschaften oder Ähnliches die Menschen mitnehmen, aber andererseits eben auch die Frage, wie können wir soziale Teilhabe und Ähnliches auch in Zeiten großer Transformationen denken. Und es kommt ja immer wieder der Vorwurf an uns Grüne, dass es zu teuer wird, was wir alles uns vorstellen mit diesen großen Transformationsfragen. Wird es das oder was können wir tun, damit wir die Menschen tatsächlich auch alle in einer sozial guten Stellung mitnehmen können in diese große Transformationsaufgabe? Ich glaube, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen zum einen Ehrlichkeit. Wir müssen sagen, dass sich etwas verändert. Und wir müssen darüber sprechen, dass es ein Anreizsystem geben wird für diejenigen, die eben auch umsteigen, darauf achten, welche Energie in welcher Form sie auch verbrauchen. Und wir müssen aber gleichzeitig deutlich machen, dass wir die Einnahmen aus dem CO2-Preis, so sagt es ja unser Programm auch an die Bürger und Bürgerinnen zurückgeben wollen in Form eines Energiegelds. Und das kostet, glaube ich, ziemlich viel Kraft, weil die Bürger und Bürgerinnen ja oft erlebt haben, dass Belastungen auf sie zukommen und Entlastungszusagen nicht eingehalten wurden. Also es ist auch ein Stück an Vertrauensvorschuss, den wir da erwarten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses eben immer wieder sagen und auch sehr konkret machen und auch mit den ersten Schritten schon deutlich machen, dass wir hier alle mitnehmen wollen, alle mitnehmen müssen und gerade auch die im Blick haben, die wenig Geld haben oder eine große Familie haben oder im ländlichen Bereich einfach auf Fahrtwege angewiesen sind. Vielen Dank, Monika. Frau Averbeck, Sie haben auch gesagt, es braucht sozusagen einen konsequenten, konsistenten und handwerklich guten Rechtsrahmen, um jetzt alles, was wir an Zielen haben, auch umzusetzen. Simone Peter hat ja eine ganze Reihe an konkreten Maßnahmen und Vorschlägen gemacht, was es braucht in der konkreten Rechtsumsetzung auch und Rechtsänderung und Anpassung. Wo würden Sie da die Schwerpunkte setzen? Das eine ist ja sozusagen
alles umzusetzen. Aber oft ist das ja die große Herausforderung, das haben wir auch in 25 Jahren parlamentarischem Arbeiten gelernt, dass man selten alles umsetzen kann, was man vorhat. Was sind also die wichtigsten Projekte, die wichtigsten Punkte, mit denen wir dann tatsächlich auch die Ziele erreichen können, die wir jetzt so groß vor uns hertragen? Ihr Mikrofon ist gerade noch stumm. Sie meinen jetzt also, welche gesetzlichen Projekte wir umsetzen sollten. Es geht natürlich einerseits um das ganze Thema Ausbau der Erneuerbaren. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Also, dass da klare Signale vom Gesetzgeber kommen, dass sowohl im Bereich der Photovoltaik als auch im Bereich der Windenergie die Mengen, die Ausbaumengen einfach vergrößert werden, denn wenn wir tatsächlich unsere Klimaziele erreichen wollen, das hatte ich ja bereits gesagt, braucht es einfach massiven Ausbau der Erneuerbaren. Also da stimme ich natürlich mit Simone Peter überein. Und da braucht es natürlich den richtigen rechtlichen Rahmen, aber auch die notwendigen finanziellen Unterstützungen, damit auch die richtigen Investitionen in Zukunft getätigt werden. Da hatte ich ja auch schon darauf angespielt, auf das, was im ganzen Bereich Wasserstoff jetzt gerade passiert. Also, dass da das Geld in die richtige Richtung gelenkt wird und nicht vielleicht sogar noch Projekte unterstützt werden, die uns vielleicht dazu führen, dass die Gasindustrie weiter unterstützt und weiter finanziert wird, anstatt dass wir klar den Weg beschreiten aus den fossilen Energien heraus. Also ich denke mir, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann geht es natürlich um so Gesetzgebung, wo es um die Gebäudesanierung geht. Also da haben wir ja ganz großen Nachholbedarf, also was es braucht an Unterstützung für die klimafreundliche Gebäudesanierung. Es muss geklärt werden, also inwieweit Mieter und Vermieter belastet werden, damit man geschickt Anreize schafft, also da auch den gesetzlichen Rahmen so zu setzen, dass es allein einerseits sozialverträglich ist, dass es aber auch nicht dazu führt, dass ineffiziente Produkte weiter unterstützt werden. Also das wäre natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, und dann natürlich im ganzen Mobilitätsbereich, das ist ja sozusagen unser großes Sorgenkind. Also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also was man da alles machen könnte, da gäbe es zum Beispiel natürlich einfach das Tempolimit, etwas, was man ganz konkret, ganz schnell umsetzen könnte. Aber auch viele andere Tools, die sich direkt darauf auswirken, dass wir innerhalb von Deutschland eine ganz andere Mobilität entwickeln. Ja, vielen Dank. Sie haben ja sozusagen jetzt die großen Sektoren einmal nochmal angesprochen, die wir alle miteinander bewegen müssen. Vielleicht gehen wir die Sektoren tatsächlich nochmal so ein bisschen Stück für Stück auch ab heute. Also insbesondere die Wärme, dann den Verkehr, den Strom und die Wirtschaft, Industrie nie zu vergessen. Vielleicht fangen wir mal mit Wirtschaft und Industrie an, weil da erleben wir ja tatsächlich einen großen Aufbruch auch im Moment. So Projekte wie das auf Helgoland führen natürlich auch dazu, dass sich da längst der Wind sozusagen gedreht hat, und Industrie und Wirtschaft verstehen, dass es lukrativ ist, in den Bereich der erneuerbaren Energien zu gehen. Da aber vielleicht nochmal die Frage auch an Simone, wie schaffen wir es denn trotzdem auch dort erstens sicherzustellen, dass es einen stabilen Wachstumsmarkt auch gibt für Investitionen in erneuerbare Energien. Und zweitens, wie schaffen wir es gleichzeitig auch, es eben nicht nur bei den Unternehmen zu lassen, sondern du hattest das angesprochen, jetzt wieder alle mitnehmen, Bürgerenergiegesellschaften und ähnliche. Was müssen wir eigentlich am Rechtsrahmen des EEG zweitens dann auch ändern, um bei der Stromerzeugung dann auch die Menschen hier im Land weiterhin wirtschaftlich teilhaben zu lassen an diesem Erfolg, der da gerade wirtschaftlich stattfindet an vielen Orten? Also zunächst mal stellen wir fest,
dass immer mehr Unternehmen, ja auch gar nicht jetzt aktuell, sondern schon seit einigen Jahren, feststellen, dass der Markt um saubere Technologien global ein immer attraktiverer wird. Das heißt, es ist ja gar nicht mehr national verankert, unterstützt man da die Energiewende oder nicht, sondern das geht ja um Milliardenumsätze, die zu verdienen sind bei Technologien, die jetzt wettbewerbsfähig sind. Das habe ich ja eben gesagt, bei Photovoltaik, bei Wind, aber auch bei Bioenergie, bei Wasserkraft, bei Geothermie, jetzt das ganze Thema grüner Wasserstoffaufbau der Elektrolyseure, die wir möglichst auch hier mit heimischer Wertschöpfung natürlich in Deutschland voranbringen sollten. Es geht um das Thema Elektromobilität. Da merkt man ja schon, wo Investitionsentscheidungen hingehen. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich Tesla in Brandenburg angesiedelt hat, einem Land, was wir als Agentur für erneuerbare Energien, diesen Hut habe ich als Vorsitzende dort auch auf, schon für über 10 Jahren ausgezeichnet haben, weil die einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien bereits umgesetzt haben. Und der Strom für diese Elektroautos, aber auch für die Produktion, und das macht ja VW zum Beispiel auch, muss aus Ökostrom kommen. Und möglichst eben auch mit heimischer Wertschöpfung durch die Solar- und Windanlagen, die dann in der Umgebung stehen. BASF hat uns letzte Woche erzählt, dass sie mal testweise 2 Wochen ihren Gasturbine ausgeschaltet haben in Brandenburg, weil sie dann mal testen wollen, geht das in diesen 2 Wochen 100% erneuerbar? Und wenn das geht, dann will man da möglichst schnell eben den fossilen Anteil reduzieren. Also das Spektrum derer, die saubere Kraftstoffe, Wärme und Verkehr brauchen, um auch wettbewerbsfähig in der Zukunft zu sein, das wächst. Es wächst natürlich, und das muss man unbedingt der Fridays for Future-Bewegung zugestehen, einfach der Druck, Klimaschutz umzusetzen. Wer das jetzt nicht verinnerlicht, auch als Unternehmen, wird da klare wirtschaftliche Nachteile haben in den nächsten Jahren. Einfach weil global die sauberen Technologien vorankommen, weil die Gesetzgebung, immer mehr Länder um uns herum beschließen einen Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Immer mehr Länder um uns herum verbannen fossile Kraftwerke. Und das hat ja direkt Auswirkungen auch auf ökonomisches Handeln. Und dieses Ordnungsrecht wirkt sich natürlich 1:1 auch auf Industrie aus. Trotzdem ist es so, es reicht natürlich nicht. Deswegen ist dieses Ordnungsrecht weiterhin wichtig, aber auch die Marktanreize, CO2-Preis ist ja eben genannt worden. Und damit es, um auf die zweite Frage zu kommen, damit es sowohl für Unternehmen wie auch für Bürgerinnen und Bürger attraktiv bleibt, an der Energiewende mitzumachen, ist eben dieser soziale Aspekt weiterhin ein ganz zentraler. Ich finde es ganz wichtig, was das Monika, manchmal denkt man ja, was hat das jetzt mit der Ökologie zu tun, ne? Über Steuerschlupflöcher und Steuereinnahmen spricht. Aber das, was da an Milliarden Jahr für Jahr fehlt, fehlt ja zum Beispiel um die Infrastruktur für Digitalisierung und Smart Meter, intelligente Netze oder den Ausbau der Stromnetze oder eine Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV, der immer noch in den Städten quersubventioniert werden muss durch andere Einnahmen. Das fehlt ja Jahr für Jahr, um ökologische und soziale Maßnahmen voranzubringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch immer im Blick haben. Wir brauchen eine Einnahmeseite, die das gewährleistet. Und es wird endlich Zeit, dass wir das, was wir in den letzten Jahren an günstiger werdenden erneuerbaren Energien haben, dann auch den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Warum zahlen wir 30 Cent pro Kilowattstunde Strom oder 28, wenn an der Strombörse der Strom für 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde durch Photovoltaik und Wind erzeugt werden kann? Da ist ein Systematikfehler. Der muss durch ein neues Strommarktdesign jetzt verändert werden. Und wenn wir mit dem CO2-Preis Wärme- und Verkehrsbelastungen haben, dann müssen wir das rückerstatten an die Bürgerinnen und Bürger. Da haben wir als BEE ein ähnliches Konzept wie die Grünen. Wir haben das schon 2017 entwickelt. Das ist machbar, das ist möglich. Und da, wo Bürgerinnen und Bürger, meine eigene Erfahrung, ich habe als Ministerin vor 10 Jahren schon erlebt, dass es keine einzige Einwendung gegen ein Windrad gab, wenn das Bürgerenergiegenossenschaften gemacht haben. Die Situation hat sich heute verändert. Es gibt heute auch eine andere Stimmung. Leider auch durch Gruppierungen hier vorangebracht, die das grundsätzlich in Frage stellen. Da braucht man sicher noch mehr Engagement, um die Vorteile der Energiewende darzustellen. Aber da, wo Bürgerinnen und Bürger das mitmachen, eine Photovoltaikanlage, eine Windanlage, ein Geothermieprojekt mit unterstützen, ist die Akzeptanz für die Energiewende allgemein groß. Und
jeder und jede profitiert ja auch davon. Ne? Also mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach kriege ich ja Monat für Monat was zurück. Und das muss auch so gestaltet sein, dass es nicht nur für die Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer wirkt, sondern auch für Mieterinnen und Mieter, für größere Gemeinschaften. Das bringt ein enormes Gemeinschaftsgefühl. Das ist nicht nur eine Demokratisierung der Energieversorgung, sondern es ist auch ein Schlüssel, um Solidarität miteinander leben zu lassen und das Miteinander wieder zu stärken, was wir, glaube ich, in einer weiter spaltenden Gesellschaft zunehmend brauchen. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir sehr darauf hoffen, dass wir ab dem Sommer, im Spätsommer miteinander daran arbeiten können, dass wir wieder mehr Bürgerinnen und Bürger auch an der Energiewende teilhaben lassen können, weil die letzten Jahre das ja nicht unbedingt vereinfacht haben. Großes Thema bei der Verwendung dann auch der erneuerbar produzierten Strommengen. Frau Arbex, Sie hatten das angesprochen, das Thema Wasserstoff. Ja, also für die chemische Industrie, für die Stahlindustrie, aber auch für die Mobilität, beispielsweise also im Schwerlastbereich, wir werden das im Individualverkehr, das sind wir uns, glaube ich, hier einig, eher später erleben, aber für den Schwerlastverkehr, für die Schifffahrt spielt es eine Rolle. Das Thema Schiene ist über den Chat nochmal angesprochen worden, dass es auch da eine Rolle spielen sollte. Und die Frage, wie lässt sich sowas, was da auf Helgoland passiert, vielleicht auch übertragen aufs Festland? Können wir das übertragen? Wie groß werden die Kapazitäten für Wasserstoffproduktion auch auf dem Land sein? Frau Aberbeck, haben Sie da vielleicht von der Klimaallianz und weil Sie im Bereich Wasserstoff auch sehr aktiv sind, ein Szenario vor Augen, wo es hingeht mit der Wasserstoffproduktion in Deutschland? Werden wir genug Wasserstoff in Deutschland produzieren können? Wie werden da gegebenenfalls auch die Verteilstrukturen sein? Ja, ist natürlich schon eine Herausforderung, jetzt dieses besondere Beispiel von Helgoland dann auch onshore sozusagen das zu übertragen. Mir ging es auch bei dem Beispiel Helgoland nur darum, mal zu zeigen, was eben passieren kann, wie sich das beispielhaft entwickeln kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich auch mit der Größe des Projektes und so nicht so leicht auf andere Bereiche, auch insbesondere des Festlands, übertragen lässt. Denn das hat sich auch an diesem Beispiel Helgoland gezeigt. Das große Thema Flächennutzung wird perspektivisch, gerade wenn es um das Thema erneuerbaren Ausbau, aber damit auch dann Wasserstoffproduktion ein großes, großes Thema werden, perspektivisch noch mehr, als es bis jetzt der Fall ist. Denn es gibt ja auch Flächenkonkurrenz. Auf Helgoland war das schon, also wo ich habe das mit Freunden auch auf der Insel diskutiert, die Angst davor, dass dann riesige Anlagen entstehen und dass wir dann einfach nur noch zugepflasterte Flächen haben, die da in Konflikt stehen mit den Interessen des Naturschutzes, aber auch des Tourismus. Und von daher wird es schwierig sein, das auf andere Bereiche zu übertragen. Ich habe jetzt zumindest von Herrn Singer auch erfahren von Helgoland, dass da ein Interesse besteht, auch mit den anderen Inseln zusammen so ein Gesamtenergiekonzept zu entwickeln. Also dass man jetzt sozusagen keine insulären Lösungen nur für Helgoland im Blick hat, sondern dass er versucht, auch mit den Kommunen an der Küste sich zusammenzutun und also da Erfahrungen auszutauschen und vielleicht auch ein gemeinsames Energiekonzept für die Westküste zu entwickeln. Und ich denke mir, das ist auch der richtige Weg, also dass wir einerseits schon die lokalen Interessen im Blick haben, aber vernetzter denken, mit anderen zusammen kollaborieren. Das ist zum Beispiel das Helgoländer Projekt, ist ja auch ein europäisch gedachtes Projekt, ne? Also dass auch die Anrainerstaaten mit involviert sind. Also ich glaube auch, das ist wichtig, wenn wir das ganze Thema Ausbau von Erneuerbaren und Ausbau der Wasserstoffproduktion in den Blick nehmen. Und kurz noch, ich habe gesehen, dass eine Frage da im Chat war in Bezug auf die Nutzung des Wasserstoffs.
es ist einfach so, wir sind noch so meilenweit entfernt von den Produktionszahlen von Wasserstoff, die wir benötigen, insbesondere grünem Wasserstoff, dass wir wirklich die Nutzung auf die Bereiche konzentrieren müssen, in denen sie unbedingt notwendig sind. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel das Thema Bahnverkehr in diesem Fall ausgelassen habe. Ich weiß aber, dass zum Beispiel auch die Firma Linde in einigen Bereichen da auch schon konzeptionell unterwegs ist, dass man sich überlegt, da wo die Elektrifizierung ein Problem ist, dass man auf diese Wasserstofflösung setzen könnte. Ich will das nicht ausschließen. Uns ist einfach nur wichtig, dass der Fokus auf den Bereichen ist, die einfach den Wasserstoff brauchen. Und das sind eben die chemische Industrie, das ist die Stahlindustrie und das ist der Flugverkehr und der Schwerlastverkehr und die Schifffahrt. Ja, vielen Dank für die Einschätzung und das Sortieren auch nochmal dieses großen Komplexes. Ja. Es ist ja in der Tat, wir reden ja über nichts weniger als die ganz große Transformation hier. Und da ist es immer eine Herausforderung, dann auch den einzelnen Fokus zu wählen. Ich glaube, das gibt aber nochmal einen guten Einblick und eine gute Einschätzung, wie man es im Bereich Wasserstoff tatsächlich sortieren kann. Ich würde gerne das Thema Wasserstoff noch mit einer Frage weiter verfolgen und dann weitergehen im Thema Produktion. Bernd, das Thema Wasserstoff spielt ja auch bei uns im Land tatsächlich eine ganz schön große Rolle. Was können wir denn eigentlich landespolitisch erstens tun, ja, um da auch als Land richtig von zu profitieren, als Standort? Zweitens, was müssen wir aber auch tun, um sozusagen Grundlage zu schaffen überhaupt für genug klimaneutralen grünen Wasserstoff hier im Land? Weil wir erleben das ja in der politischen Debatte, dass das da auch manchmal munter durcheinander geht zwischen Grau, Grün, Blau beim Wasserstoff. Und wir wollen ja tatsächlich grünen Wasserstoff. Genau, Joschka, vielen Dank. Also es geht im Grunde um grünen Wasserstoff, Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Wir haben eine ganze Reihe anderer Optionen, ja, wie man Wasserstoff herstellt. Die größte Menge des Wasserstoffs wird heute dreckig hergestellt, indem man den Wasserstoff beim Erdgas abspaltet und CO2 in die Atmosphäre schickt. Die anderen Optionen sind zum Beispiel aus Atomenergie, Wasserstoff herzustellen und das könnte man so beliebig fortsetzen. All das wollen wir nicht. Wir wollen auch keinen Wasserstoff, der letztlich hergestellt wird aus Erdgas und wo man dann das CO2 verpresst, um das auch sehr, sehr deutlich zu machen. Aber das heißt zugleich auch, dass wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen. Das, was jetzt als Geisterstrom immer tituliert wird und was im Grunde jetzt mit der nordeuropäischen Stromvernetzung über Nordlink, über Abschalten von Brokdorf Ende des Jahres so nicht mehr sein wird, ist im Grunde ein Tropfen. Wir brauchen also einen richtigen starken Ausbau von erneuerbaren Energien, um letztlich Wasserstoff herzustellen. Und wir haben in Schleswig-Holstein, das muss man ja wirklich sagen, erstmal die Grundlage durch starke mittelständische Akteure gehabt, die aus den erneuerbaren Energien, aus dem Windenergiebereich gekommen sind. Ich nenne GP Jule, ich nenne Windturgas in Brunsbüttel, die sehr viel in komplette Pilotprojekte und auch in die Umsetzung bis hin zur Tankstelle in dem Bereich aktiv reingegangen sind. Und wir haben jetzt den nächsten Schritt, dass in Brunsbüttel, aber auch Raffinerie Heide, wir große Industrieprojekte haben mit großem Interesse dran. Und auch die werden hoffentlich demnächst in die Wasserstofferzeugung einsteigen, einschließlich der Vernetzung mit einem Zementwerk, um dann CO2-frei Baustoffe zu erzeugen. Das sind alles sehr gute Grundlagen, die wir in Schleswig-Holstein haben. Und es ist auch von der Landesregierung aus dem Melund heraus, von der gesamten Landesregierung massiv unterstützt worden. Und wir haben jetzt auch bei einer Ausschreibung von Förderprojekten große Summen, die wir nach Schleswig-Holstein ziehen können. Aber es wird auch darum gehen, die Kofinanzierung jeweils, soweit sie im Land erforderlich ist, auch ranzuziehen.
es ist von daher auch im letzten Jahr trotz der kritischen Situation insgesamt so eine Summe von 30 Millionen, die letztlich für verschiedene Facetten da aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt wurde und damit im Grunde eine sehr gute Grundlage geschaffen wurde, weil wir haben eine Wasserstoffstrategie auf europäischer Ebene, die mit viel Geld hinterlegt ist. Wir haben eine Wasserstoffstrategie auf Bundesebene, die mit viel Geld hinterlegt ist. Und wir haben eine Wasserstoffstrategie in Schleswig-Holstein, die, und das zeichnet sie im Grunde aus, die ganz klar sagt, wir wollen grünen Wasserstoff, wir wollen Wasserstoff aus Erneuerbaren, nur der bringt uns wirklich klimamäßig voran. Und ich glaube, wir haben hier im Land richtig gute Grundlagen dafür geschaffen, indem wir im Bereich der Forschung, im Bereich der Wirtschaft entsprechende Kompetenzstellen, Vernetzungsstellen geschaffen haben. Muss man sagen, geht es hier richtig gut voran. Und klassisch ist es ja eben auch einfach so, wo die Erneuerbaren erzeugt werden, da entwickelt sich entsprechend auch Gewerbe weiter, da entwickelt sich entsprechend auch Wirtschaft weiter, die Energie braucht. Und da brauchen wir einen stärkeren regulatorischen Rahmen hier für Schleswig-Holstein, damit das für die Wirtschaft interessanter ist mit dem, was hier an Energie da ist, in Form vom Wind, aber eben auch vom Wasserstoff entsprechend umzugehen. Ein Wort, wenn ich das noch sagen darf, zu den Wasserstoffzügen. Ja, es ist richtig, primär ist so die Elektrifizierung bei der Bahn oben an. Wir haben in Schleswig-Holstein aber nur 30% bisher Oberleitung. Wir hoffen, dass wir da auch gut vorankommen in den nächsten Jahren. Aber von daher haben wir die Züge, die Triebwagen, von denen Monika vorhin gesprochen hat, die 52, die wir vergeben haben, auch ausgeschrieben für Wasserstoff, also technologieoffen. Gewonnen hat der Akku, gewonnen hat die Batterie. Und von daher wird es eben spannend, wie es umgesetzt wurde. In Niedersachsen hat der Wasserstoff gewonnen. Von daher, glaube ich, sind wir auf einem ziemlich guten Weg, was Wasserstoff anbelangt, und haben zusammen mit den alten Akteuren, aber auch, sage ich mal, mit den Industrien, die sich hier jetzt auch drum bemühen, richtig gute Grundlage im Land. Vielen Dank, Bernd. Ich glaube, das hat auch gerade noch mal gut gezeigt, welche Chancen und Potenziale insgesamt für den Wirtschaftsstandort auch damit einhergehen, dass wir Energiewende machen und dass wir damit wirksam den Klimawandel bekämpfen und uns für den Klimaschutz einsetzen und damit ja auch noch mehr im Land schaffen. Aber Stichwort Wirtschaften und Chancen und Risiken. Sophie, du hast vorhin gesagt, du studierst Landwirtschaft, du kommst von Pellworm, willst, glaube ich, auch, wenn ich das richtig weiß, zurück nach Pellworm und wahrscheinlich gerne in der Landwirtschaft arbeiten. Und gerade bei euch vor Ort merkt man ja aber massiv, wie Klimawandel auch heute schon die natürlichen Lebensgrundlagen und damit ja auch die Wirtschaftsgrundlagen für dich als künftige Landwirtin beeinflusst. Wie blickst du darauf? Hier kam sozusagen im Chat auch noch die Frage, hast du wirklich keine Angst? Greta Thunberg sagt doch, wir müssen alle Panik haben. Blickst du manchmal auch sorgenvoll darauf, ob du in Zukunft noch auf Pellworm wirst wirtschaften können als Landwirtin? Ja, also natürlich ist es nicht so, dass ich gar keine Angst habe, sondern manchmal auch so denke, wie soll man so weitermachen? Oder so gibt es natürlich auch Tage, wo ich so denke, es kann doch alles nicht sein, so. Aber ich versuche eigentlich immer eher optimistisch zu bleiben. Und wichtig ist eben, dass wir nicht in Panik verfallen, weil wir dann panisch handeln und dann nichts Gutes dabei rumkommt am Ende, sondern dass wir eben versuchen, eher optimistischer und eben fundiert, das jetzt noch das Ruder rumzureißen. Und da ist aber auch, also was ich auch immer wichtig finde und was bis jetzt in der Klimadebatte viel zu wenig betrachtet wird, dass es auch riesige Möglichkeiten in der Landwirtschaft gibt, für die Landwirtschaft, da eben erstmal Kohlenstoff zu binden und zu speichern im Boden. Also so zum Beispiel Grünland ist einfach ein riesiger Kohlenstoffspeicher, was einfach noch viel zu wenig beachtet und umgesetzt wird im Moment in der Klimadebatte und auch eben stickstoffbindende Pflanzen, die man anbauen kann. Da gibt es auf jeden Fall genug Sachen, die man machen kann und die eben bis jetzt auch noch viel zu wenig Beachtung finden. Und da, also gerade auf Pellworm, muss man einfach überlegen, ob man vielleicht auch ein bisschen umdenkt, was die Landwirtschaft angeht, dass man eben einfach nicht mehr
immer so weitermacht wie bisher, das ist ja eben auch das Wichtigste, was heute jetzt schon so oft gesagt wurde, dass es eben um eine Transformation geht und nicht einfach nur, okay, wir ersetzen alles durch zum Beispiel E-Autos oder E-Maschinen oder so, sondern dass es eben um eine Transformation geht, um das Umdenken. Und wenn man so versucht, da so ranzugehen, finde ich, dann kann man auf jeden Fall schon Hoffnung haben. Und dann denke ich schon, dass das auch auf Pellworm weiterhin möglich ist. Cool. Danke, Sophie. Du hast gerade tatsächlich auch schon sozusagen den nächsten Sektor angesprochen, ja, Thema Mobilität. Auch eine riesen Herausforderung für uns in Schleswig-Holstein auch. Wir sind ein Flächenland. Ja, bei uns können wir nicht einfach alle Leute mal eben in die S-Bahn oder die U-Bahn setzen oder aufs Fahrrad, sondern wenn ich nach Pellworm möchte, dann sind die Wege ein bisschen länger von der Ostküste des Landes. Und dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur. Und Infrastruktur kostet ja auch immer was, wenn man das mal sagen kann, darf. Wir hatten in dem Panel 1 auch die Frage, was können wir eigentlich noch machen, um auch im Bereich der Mobilität mehr zu erreichen? Vielleicht da auch einmal an Simone Peter, vielleicht an dich die Frage, was sind sozusagen die Handlungserfordernisse im Bereich Mobilität, damit wir da auch Raum für erneuerbare Antriebe schaffen? Und dann würde ich den Ball mal weiterspielen zu Monika mit der Frage, was das für uns als Land bedeutet. Also zunächst mal möchte ich Sophie natürlich absolut recht geben, Mobilitätswende ist weit mehr als die Antriebswende. Also Mobilitätswende heißt für alle, die mobil sind oder mobil sein wollen, von den Fußgängern über die Fahrradfahrerinnen, diejenigen, die den ÖPNV nutzen wollen, bis zu denen, die dann doch mal ein Auto brauchen oder meinen zu brauchen, dass wir das voranbringen und bezahlbar gestalten. Und da sind die Ideen noch lange nicht ausgeschöpft. Das geht aber von der Stadt über den ländlichen Raum, dass die Kombination oft auch der verschiedenen Mobilitätsformen miteinander besser verbunden werden kann. Man kann mittlerweile auch mit Fahrradschnellstrecken schon, Holland macht das ja, Niederlande machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren vor, zwischen Städten und Dörfern Verbindungen schaffen, die man normalerweise vielleicht mit dem Bus, der Bahn oder dem Auto vorangebracht hat. Ich glaube persönlich, dass wir trotzdem wahrscheinlich auch noch eine längere Zeit einen größeren Anteil privater Mobilität haben. Ich hoffe, zunehmend, wenn er gebraucht wird, geteilt. Deswegen der Ansatz, den ich eben schon genannt habe, dass man so auf Flotten umstellt. Man kann Flotten reduzieren. Es gibt unglaublich viele Fahrzeuge in Flotten. Ob das jetzt von Landtagen ist, wenn ich jetzt euch anschaue, über Regierungsfahrzeugflotten, private Flotten vom Apothekendienst, dann eben bis zu Privatfahrzeug, die man viel mehr poolen könnte, dann auf saubere Antriebe umstellen und dort, wo Verknüpfungspunkte sind, sie mit Fahrradverleihstationen, Bus oder Bahn in Verbindung stellen. Die Konzepte, die haben wir alle, glaube ich, alle. Das Saarland hatte mal ein Schaufensterprojekt. Ihr wart da sicher in Schleswig-Holstein auch mit dabei. Das ist alles schon 10, 15 Jahre her, dass man das theoretisch und in Schaufensterprojekten durchgespielt hat. Aber man braucht es einfach im größeren Stile. Und da, wo man eben auch den Antrieb verändern kann, sollte er auch verändert werden. Also wir haben den Ökostrom, den man bereitstellen kann, um den Elektromotor und das geht vom Fahrrad los, über das Auto, über den Bus bis hin zum Zug, habt ihr eben ihr selber auch gesagt, die Batterie dort. Das geht darum, dass man eben grünen Wasserstoff oder Sunfuels dann nutzen muss für Flugverkehr. Aber da müssen wir, die Debatte ist ja gerade sehr heiß am Laufen, haben wir einen attraktiven Bahnverkehr, können wir Kurzstreckenflüge einsparen. Das nutzen die Leute auch lieber. Man hat das gesehen zwischen Berlin und München. Weit mehr nutzen jetzt die Bahn, wenn man eine attraktive Verbindung hat. Die muss auch bezahlbar werden. Also es ist immer der Ausgleich, ein attraktives System zu schaffen, das ökologisch zu flankieren und sozialverträglich anzubieten. Und dann hat dieser Mobilitätsbereich ein enormes Umwandlungspotenzial, um wirklich erneuerbar und sauber zu werden. Ja, vielen Dank, Simone. Und ich finde auch den Hinweis auf das sozusagen den System Change, ja, nicht einfach nur den Antriebschange, nochmal einen ganz wichtigen. Monika, das erfordert ja auch, dass wir als Land in dem einen oder anderen Punkt nochmal in die Vorhand kommen.
siehst du immer nur, wie wir von dir als Finanzministerin Geld fordern und wie schwer ist es dann da auch den richtigen Schwerpunkt zu setzen und was können wir als Land tatsächlich eigentlich machen und wo brauchen wir auch ein gutes Zusammenwirken mit dem Bund? Also ich habe in den letzten Jahren ja immer viel Wert darauf gelegt, als Finanzministerin eine Gestaltungsministerin zu sein und wirklich auch zu schauen, auch in guten Zeiten das Geld nicht einfach irgendwie zu verpulvern, sondern sorgsam mit dem Geld umzugehen, am Jahresende lieber etwas übrig haben. Und wir haben ja das große Impulsprogramm für die Modernisierung unseres Landes aufgelegt. Und hier haben wir uns natürlich in den ersten Jahren auf die klassische Infrastruktur konzentriert, was auch daran lag, dass einfach überall alles kaputt ist und war. In Deutschland wurde über Jahrzehnte gerne neu gebaut, aber es wurde wenig saniert und modernisiert und die Altsubstanz ist in großen Teilen nicht gut behandelt worden. Und dieser Infrastrukturbericht, den wir jetzt seit ein paar Jahren machen, der wird sich weiterentwickeln müssen und an Klimazielen auch messen lassen müssen. Das ist etwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben, weil, wie gesagt, erstmal gegen das Kaputte angearbeitet haben. Aber dieser Infrastrukturbericht wird zukünftig die Frage der Klimarelevanz und der Verteilung der Mittel auch, wenn ich Geld einsetze, was ist sozusagen die CO2-Wirkung, das wird weiterentwickelt werden müssen und dadurch wird es auch zwingend eine Umsteuerung geben, weil wir erleben ja immer, wenn Dinge sichtbar sind, dann beginnt auch sozusagen der Wandel, wenn darüber gesprochen wird. Das Zweite, was mir aber auch wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, Geld zu verteilen, sondern Wege einzusparen. Und hier sind wir als öffentliche Hand, als große Arbeitgeberin in Schleswig-Holstein natürlich in der Pflicht, das, was wir aus der Corona-Zeit auch gesehen und gemerkt und erlebt haben, mit in die nächsten Jahre zu nehmen. Das ist das Stichwort Homeoffice. Nicht immer und für alle. Und viele freuen sich, endlich wieder ins Büro fahren zu dürfen. Aber gerade bei weiten Wegen, wir haben das beispielsweise bei unseren Finanzbeamten, die fahren teilweise sehr viel. Und da muss es zukünftig mehr die Möglichkeit geben, dass ich vielleicht 2 Tage oder sowas auch im Homeoffice zu arbeiten oder auch vor Ort in dem Finanzamt, indem man dort eben Arbeitsräume schafft, die auch von vielen nutzbar sind. Und zum Wege einsparen gehört natürlich auch die ganze Frage von Dienstfahrten, wo wir ja auch erlebt haben, dass früher 20 Leute an einem Tag nach Berlin gefahren sind und wir heute feststellen, viele der Konferenzen lassen sich auch tatsächlich virtuell, digital machen, sich immer mal sehen, ist gut. Aber Wege einsparen ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir werden auch Geld einsetzen müssen, Stichwort Jobticket, da sind wir jetzt ja endlich vorangekommen, auch in Schleswig-Holstein. Wir sind ein armes, kleines Bundesland und müssen mal gucken, dass wir hinterherkommen mit all dem, was auch finanziert werden muss. Aber beim Jobticket sind wir vorangekommen. Auch das wird jetzt für den öffentlichen Dienst angeboten. Da werden wir als Arbeitgeberin mitmachen. Wir werden beim Fahrradleasing vorankommen und da auch das Angebot für die Beschäftigten machen. All dieses wird jetzt Stück für Stück auf den Weg gebracht. Wir sind beim Radwegeprogramm deutlich besser davor. Und was mir ganz wichtig ist, gerade auch am Weltfahrradtag, den wir ja heute haben, dass wir über Anreizsysteme auch denjenigen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder Unterstützung brauchen, die Möglichkeit schaffen, teilzunehmen. Wir haben so ein kleines Bürgerinnen-Energiewende-Programm, wo Lastenfahrräder eben auch zum Beispiel mit gefördert werden. Und ich sehe es einfach im Stadtbild in Kiel, seitdem dieses Programm da ist, gibt es mehr Lastenfahrräder. Und natürlich führt das dazu, wenn Lastenfahrräder erlebbar sind, dass Menschen auch feststellen, ach ja, auch die Kiste Selters Bier, was weiß ich, kann anders transportiert werden als mit dem Auto. Und insofern bin ich auch hier sehr optimistisch. Und ich will noch einmal sagen, Sophie, dein Optimismus freut mich so, weil das so wichtig ist, dass wir nicht den Mut verlieren und uns selbst immer wieder auch miteinander motivieren und sagen, wir können das schaffen, wir können damit umgehen und gleichzeitig nicht aufhören zu drängeln und auch unsere Vision auf den Tisch zu packen und zu sagen, es muss vorangehen. Diese Mischung ist mir sehr sympathisch.
Vielen Dank, Monika. Das kann ich natürlich nur teilen und möchte einmal unterstreichen, dass man sieht, dass du mit Freude auch Gestaltungsministerin bist und dass ich das auch sehr schön finde und mich darüber sehr freue. Frau Averbeck, Sie haben sich aber noch mal gemeldet und zum Thema Mobilität noch einen Punkt, glaube ich. Genau. Also von wegen Gestaltungswillen. Also Sie hatten mich ja vorhin noch nach einem Gesetz gefragt. Also da fänden wir es zum Beispiel gut, wenn es so etwas wie ein Bundesmobilitätsgesetz geben könnte, wo diese ganzen Aspekte, von denen gerade berichtet wird, nochmal konzeptionell in den Blick genommen wird. Also wo die nachhaltige und klimaschonende Mobilität den Vorrang bekommt. Also wo einfach die Verkehrsflächen, also die Prioritäten einfach neu gesetzt werden. Also sei es für den Fußgänger, für den Fahrradfahrer und so weiter. Natürlich müssen da die unterschiedlichen Interessen der Kommunen berücksichtigt werden. Aber ich denke mir, es wäre schon gut und sinnvoll, wenn es da auch einen Rahmen von Bundesebene geben könnte. Und ich meine, was diese Runde hier ja auch zeigt, ne, was uns, glaube ich, auch alle zuversichtlich stimmt, es gibt so viele tolle Ideen, die sind eigentlich, die liegen eigentlich schon auf dem Tisch. Es geht darum, sie teilweise einfach umzusetzen. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Vielleicht Sophie auch nochmal für dich. Ich meine, du bist ja auch aufgewachsen in einer Welt, wahrscheinlich, wir sind, glaube ich, nicht so weit auseinander. Ich ja auch in einer Welt, wo man aufwächst mit dem Wissen, es gibt eigentlich sozusagen die Lösungen alle schon. Und dann ist man in dieser Welt unterwegs und erlebt aber trotzdem immer wieder, dass es irgendwo an der Umsetzung hapert, ja, und dass man meistens irgendwelche politischen Gründe vorgeworfen bekommt, warum es jetzt nicht gehen soll, die man dann aber bei gründlicher Prüfung oft nicht nachvollziehen kann. Können wir dem nur mit Optimismus begegnen? Was hilft uns sozusagen noch bei der Zukunftsgestaltung? Und was hast du vielleicht auch noch an sozusagen Erwartungshaltung, an Anforderungen, die du uns auch politisch mit auf den Weg geben möchtest für unser Handeln? Also erstmal ist der Optimismus da auf jeden Fall sehr entscheidend, glaube ich, weil man manchmal, wie gerade eben ja auch schon gesagt, einfach nur irgendwie schreien möchte, weil man merkt so, es kann doch jetzt gerade nicht sein. Das ist einfach bei mir wirklich, wo ich manchmal einfach denke, hä, wieso soll das nicht gehen? Das ist einfach so, es gibt keine Gründe, warum das gerade nicht funktionieren kann. Und also wichtig ist eben, dass man einfach am Ball bleibt auf jeden Fall, einfach immer weitermacht, immer wieder aufzeigt, hey Leute, so, ihr müsst weitermachen, so und so geht's nicht. Es gibt so viele tolle Projekte, so viele Forscher, Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, die das ja auch alles schon wissenschaftlich fundiert bewiesen haben, wie das ist. Und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man auch da immer wieder drängelt und immer wieder den Finger so in die Wunde legt und sagt, hey Leute, so, da müsst ihr weitermachen und wir geben nicht auf, bis wir sozusagen das erreicht haben, was wir von euch fordern. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, finde ich. Und was ich halt einfach fordern kann oder was ich auch fordere, ist, dass eben Politik für junge Menschen gemacht wird und eben für zukünftige Generationen. Und das ist ja, wie gesagt, auch das, was eben für mich das fast mit das Wichtigste ist, was in diesem Urteil steht, dass eben die Politik nochmal aufgezeigt bekommen hat, dass sie nicht für ihren Wahlkampf Politik macht, sondern eben eigentlich müsste sie für die jungen Menschen Politik machen. Und ich finde, das ist was man auch immer wieder betonen muss. Ja, super, super guter Punkt. Ganz vielen Dank dafür nochmal. Bernd, du machst ja, glaube ich, ähnlich lang Politik wie Monika, wenn auch nicht ganz so lange im Landtag. Aber wenn ich mir anhöre immer deine Geschichten, wie es losgegangen ist, und du bist ja seitdem sozusagen auch immer fleißig daran, Finger in Wunden zu legen, Koalitionspartnerinnen und Partner aller Couleur zu treiben zu neuen Ideen und Projekten. Einen Sektor haben wir uns heute noch nicht angeschaut oder haben wir jetzt sozusagen noch nicht behandelt, das ist der ganze Sektor Wärme. Und das ist ja einer, bei dem wir auch echt vor gigantischen Herausforderungen stehen, wenn wir uns anschauen, wie wir die ganzen Wohnimmobilien, die es hier im Land gibt, die ganzen Büroimmobilien tatsächlich auch
in der Wärmeversorgung klimaneutral bekommen sollen. Was können wir da sozusagen, was sind die Projekte aus den letzten Jahren, wo du sagst, so, das sind die, wo ich immer wieder den Finger gehoben habe, und was sind die, wo du sagst, das müssen wir vor allen Dingen in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren jetzt hinbekommen und auf den Weg bringen, weil die Zeit drängt ja und die Sanierungsquote ist bei den Wohnimmobilien ja relativ gering. Im Panel 1, vielleicht für alle, die jetzt im Panel 2 zugeschaltet haben, nochmal als Zahl, kam so die Zahl, 2% der Wohnimmobilien werden pro Jahr ungefähr saniert. Und wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dann reden wir über in 50 Jahren, also in 2070, einmal komplett den Wohnbestand durchsaniert. Und das wäre natürlich zu spät. Was können wir machen also, um den Wärmesektor auch noch klimaneutral zu bekommen? Ja, vielen Dank, Joschka, für die spannende Frage. Und ich habe vorhin im Grunde beim Wasserstoff einen Punkt vergessen, der dazugehört, dass man Wärme überall mitdenkt. Bei der Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien entsteht 20-30% Wärme. Und die müssen im Grunde gespeichert werden, müssen für Heizung von Wohnungen verwendet werden, damit wir nicht die Diskussion wie beim Biogas haben, ach, habt ihr die Wärme ganz vergessen in einigen Jahren. Das haben ja zum Beispiel die Mittelständler in Bospel auch gleich berücksichtigt bei dem Wasserstoffprojekt, dass die Wärme auch sofort ins Netz geht und soll auch in Heide und bei diesen Projekten berücksichtigt werden. Und das ist, hört sich immer wie Kinkerlitzchen an, aber das ist wirklich ziemlich zentral. Das andere, warum die Wärme so eine große Herausforderung ist, möchte ich so nochmal daran deutlich machen, dass wir irgendwo 40-50%, je nach Ansatz, Wärme des Energieverbrauchs, der Anforderung an Energie, des CO2s, kommt aus dem Wärmebereich. Von daher ist die Herausforderung so groß, da was wegzuschaffen. Und bei uns haben wir gerade mal 15% der Erneuerbaren in Schleswig-Holstein, aber auch in Deutschland im Bereich der Wärme. Das ist also, macht, glaube ich, wirklich deutlich, wie groß die Herausforderung ist. Viel ist Biogas, wo wir eben auch Nachfolgeregelungen brauchen. Viel ist auch Holz und solche Dinge. Und ich bringe immer an der Stelle gerne ein Beispiel, und das ist Dänemark. Wir waren mal, sage ich mal, sind von der Struktur ziemlich ähnlich, waren ja auch mal lange ein Land, bis bei mir unten an die Elbe ran war es dänisch. Und Dänemark liegt inzwischen bei 60%. Kopenhagen wird in wenigen Jahren klimaneutral sein, liegt bei 60% Erneuerbaren in der Wärme und wir bei 15%. Und das macht deutlich, wie wichtig rechtzeitiges Handeln ist und wie wichtig auch ein, ja, was wir so politisch immer regulatorischer Rahmen nennen, die Besteuerung an der richtigen Ecke, die Vorgaben an der richtigen Ecke, die Subventionen an der richtigen Ecke. Und den Prozess, den werden wir in viel weniger Jahren, Dänemark ist nach der Ölkrise damit angefangen, jetzt nachholen müssen. Und das, glaube ich, macht auch immer deutlich, je später man dran ist, umso teurer wird es werden. Und ja, es ist immer so 2% die Anforderung, 2-2,5% Sanierungsrate, wo wir hin müssen. Das Friday for Future Gutachten sagt 4%. Die große Herausforderung ist aber, dass wir auch die Handwerkerinnen und Handwerker haben, um das umzusetzen. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssen wir auch genau gucken, Stichwort graue Energie, wie viel wir platt machen oder, also wie viel wir komplett sanieren, weil Bauen ja auch immer viel graue Energie enthält, also Stichwort 8% der Klima-CO2-Gase sind Zement und Co. Muss man sich auch immer vor Augen halten. Und von daher finde ich, wenn ich den Bogen schlagen darf, auch spannend, dass beim europäischen Green Deal die Renovierungswelle ein wichtiger Bestandteil ist. Die wird zwar nicht wie der Rest des Energiepakets jetzt Mitte Juli kommen, sondern erst zum Jahresende, weil es eben auch so eine große Herausforderung ist. Aber da hat die Kommission so als Vision soziales Wohnen mit drin, das Stichwort europäische Bauhaus, aber hat eben auch drin, dass wir strenge Vorgaben von der europäischen Ebene brauchen oder strengere Vorgaben brauchen, die dann auch national und in den Ländern umgesetzt werden, damit wir in dem Bereich das schaffen. Das ist eine riesige Herausforderung und es ist auch eine große soziale Herausforderung, weil im Moment, wenn ich Eurostat sehe, sind es 35 Millionen
Menschen in Europa, die keine Heizung haben, weil sie sich nicht leisten können und eine Heizung brauchen. So, das, glaube ich, macht auch die soziale Dimension deutlich. Und das, was ich eingangs gesagt habe, wir brauchen den Ausbau der Erneuerbaren, den Ausbau der erneuerbaren Techniken, der Isolierung, damit und das auch kostengünstig durch Skaleneffekte, durch neue Techniken, damit auch zukünftig alle Menschen sich entsprechend eine warme Wohnung leisten können. Also das, glaube ich, muss man so an der Stelle als Bogen schlagen und auch wirklich deutlich machen, wie dringend wir wirklich Handwerkerinnen und Handwerker benötigen, die das alles umsetzen. Und wir sind hier im Land, das muss man zugleich sagen, auch grundsätzlich auf einem richtig guten Weg. Wir haben Kreise wie Rendsburg-Eckernförde, wie Plön, die Struktur der Energiemanager in Form von Energie- und Klimaagenturen in den Kreisen zusammenfassen, um so, sag ich mal, sich in der Kompetenz zu vernetzen. Wir haben eben auch in ganz vielen einzelnen Orten Energie- und Klimamanager und wir haben eben mit dem EKI auf Landesebene sind wir sehr, sehr früh angefangen, da auch auf den Weg zu gehen. Aber da auch auf den Weg zu gehen und viele gute Projekte auch zu haben, die man grundsätzlich erstmal vorzeigen kann. Aber die Herausforderung ist groß. Wir haben über 1000 Gemeinden in Schleswig-Holstein und wenn wir von Klimakonzepten, Energie- und Klimakonzepten in den Gemeinden reden, dann brauchen wir mindestens 30, die jedes Jahr umgesetzt werden, um 2050 dann auch wirklich klimaneutral zu sein. Also eine riesige Herausforderung. Wir sind da auf einem richtig guten Weg und ich finde immer wieder spannend die Beispiele, die aus den Kommunen kommen, wie jetzt eben auch diese Dynamik aus bestimmten Landkreisen, da diesen Energie- und Klimaarbeitern, wenn ich das mal so nennen darf, eine neue Struktur zu geben, die sich durch eine ziemliche Effizienz auszeichnet und auch zukünftig auszeichnen wird. Ja, vielen Dank, Bernd. Ich glaube, dass tatsächlich, du hast den Weg ganz gut beschrieben, den es gehen kann und auch die sozusagen Faktoren gut gezeigt, die das beeinflussen. Simone, du hattest vorhin schon mal das Thema Arbeitsplätze angesprochen und Bernd hat gerade auch noch mal das Thema Fachkräftemangel auch angesprochen. Ist das eigentlich für die Branche der erneuerbaren Energien, welche Rolle spielt das bei euch, Fachkräfte zu gewinnen, Fachkräfte auch auszubilden und wie blickt ihr da in die Zukunft? Werden wir genug Fachkräfte überhaupt haben, um die Energiewende erfolgreich und zügig zu gestalten? Ein enorm wichtiges Thema. Aus allerlei Perspektiven reden wir da schon länger drüber, dass wir unbedingt Fachkräfte brauchen für die große Renovation Wave, von der Bernd gerade gesprochen hat. Das war ja Teil einer Studie, die wir in Auftrag gegeben haben vor kurzem, also letztes Jahr, auch mit Folge der Corona-Krise, dass es möglich ist, wenn man die Umschulungs-, Weiterbildungs-, Ausbildungsmöglichkeiten nutzt, etwa ein Viertel der wegfallenden Arbeitsplätze durch Corona in den Gebäudesektor zu bringen. Das ist natürlich eine Kraftanstrengung über verschiedene Sektoren und verschiedene Einrichtungen, Institutionen hinweg. Da braucht man die Handwerksbetriebe, die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, alle möglichen Einrichtungen, die da, die Universitäten, die Fachhochschulen, die hier mitmachen. Das heißt, diese Transformation ist ja auch immer eine, die wirklich gesellschaftsübergreifend organisiert werden muss, weil wir so viele Partnerinnen und Partner brauchen. Das sagt sich so einfach, ne? Lass uns mal umschulen, aber das fängt ja beim Programm an, fängt in der Ansprache an, dass man die Menschen, die vielleicht in Bereichen arbeiten, die naheliegend sind, Mechanikerinnen, Mechaniker hier rüberzieht, den Elektroniksektor, also da ist, oder Heizungsinstallateure, die es schon gibt, aber die auch wir heute noch erleben, ne? Die in manchen Gebieten doch immer noch lieber die Gas- oder Ölbrennwertkessel einbauen als die Erneuerbaren. Also der Umschulungssektor ist riesig. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie kriegen wir Fachkräfte aus anderen Ländern hierher, um diese Möglichkeiten des Bedarfs oder der Lücke zu schließen, die wir derzeit haben. Das muss sicher weiter fortgeführt werden. Aber Bernd es eben angesprochen hat,
Was mich immer ärgert ist, wir haben ja auch längst die Technologien dafür. Also eine Solarthermieanlage, Pelletkessel, die Geothermie, die in Städten wie München ganze Stadtteile versorgen kann, die wachsende Zahl von Wärmepumpen, die jetzt kommen. Es ist alles keine Technologiefrage mehr. Es ist alles, auch im Wärme-, im Mobilitäts-, im Industriesektor, eine Frage des politischen Willens. Wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, gerade im Wärmesektor, Ausordnungsrecht, Förderung, das brauchen wir hier auch nach wie vor. Wir haben jetzt erlebt, während Corona sind ja viele zu Hause geblieben, haben ihr Häuslein oder ihre Wohnung saniert und da ist die Nachfrage nach den Fördermitteln für die Umstellung der Heizung auch immer mal ordentlich hochgelaufen. Das ist auch ein Anreiz, aber eben auch CO2-Preis. Das braucht es alles, um diesen Wärmesektor anzugehen. Und mich ärgert dann, dass so gut zum Beispiel diese Renovation Wave auf europäischer Ebene ist, Europa auf der anderen Seite bei der Taxonomie, also wie man in Zukunft die Energieformen labelt, zukunftsfähig und grün beschreibt, immer noch Gas, also Erdgas und Atom mit in der Debatte sind. Ne? Das wird ja auch in den nächsten Monaten entschieden. Wir haben die Technologie längst, das Thema Dänemark ist genannt worden. Wir haben viele Länder um uns herum, da ist Deutschland maximal Mittelfeld, die weiter sind beim Thema Gebäudesanierung, beim Wechsel auf saubere Technologien, beim Thema Quartierssanierung, Wärmenetze auf erneuerbare Energien umstellen. Also da ist extrem viel zu tun. Es hat ein enormes Arbeitsplatzpotenzial, es hat ein enormes Konjunkturpotenzial, weil wir sagen, 1 bis 2 Euro Förderung lösen 8 bis 10 Euro Investitionen aus und der Klimaschutznutzen ist eben auch gigantisch, wenn wir endlich dazu kommen, umzustellen. Deswegen nochmal zurück zum Anfang. Ich kann nur dafür werben, dass wir wirklich alle Hebel in Gang setzen, um hier zu personalisieren, umzuschulen und gerade junge Menschen auch zu gewinnen, aber auch mittlere, ältere, lebenslanges Lernen, hier sich in diesen Sektor zu begeben und die Gebäudesanierung anzugehen. Und die Quartiersanierung, wichtiges Thema für die Städte. Ja, ganz wichtiges Thema. Vielen Dank, Simone. Vielleicht ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, das kriegen wir noch unter, bevor wir eine Abschlussrunde machen, weil die Zeit rennt uns ja davon. Wir haben versucht, jede Menge der Fragen aus dem Chat jetzt auch einzuweben und mit zu beantworten. Ich glaube, das ist uns bei der Zahl an Fragen ganz gut gelungen. Monika, ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, das auch im Forderungskatalog tatsächlich der Klimaallianz ist, ist das Thema nachhaltiges Finanzwesen. Das ist ja tatsächlich auch was, wo wir als Land uns jetzt ein bisschen auf den Weg gemacht haben. Was können wir da tatsächlich auch machen? Simone hat ja gesagt, alle Hebel in Bewegung setzen, also auch möglichst Geld mobilisieren, das nicht immer nur Haushaltsmittel sind, ja, sondern Geld, das auch sonst im Umlauf ist. Was können wir da noch machen, um mehr auch zu erreichen und mehr Geld auch in grüne Projekte fließen zu lassen? Also das eine ist, dass wir schauen müssen, wenn wir selbst Geld anlegen, so viel haben wir ja nicht in Schleswig-Holstein davon, aber wir haben beispielsweise den Versorgungsfonds, dass wir dann eben auch nachhaltige Kriterien nehmen. Und da sind wir schon gut davor und jetzt auch in der Gesetzgebung nochmal in der Verbesserung, sodass der Staat wirklich auch schaut, dass er Geld, wenn er es irgendwo hat, dass dieses Geld nicht eingesetzt wird für Atomkraft oder was weiß ich, oder eben in Länder gibt, die gegen alle Regeln von Menschenrechten oder wie auch immer weiter verstoßen. Es ist nicht nur eine ökologische Frage, es ist tatsächlich auch eine sehr demokratische Frage, was mit dem Geld passiert. Und dann müssen wir natürlich wirklich sehen, dass wir Instrumente, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wie die Finanztransaktionssteuer und anderes, dass wir das wirklich nutzen, um das ungesunde Spiel, sage ich mal, das Geld verdienen zu Lasten von anderen, damit wir das unterbinden, weil wir das Geld, was wir haben, zwingend umlenken müssen in die ökologische Innovation und die ökologische Transformation. Da ist irre viel zu tun. Ich habe das ja die letzten Jahre erlebt und die Lobby ist sowas von gnadenlos hart in allen Bereichen. Also da müssen wir richtig noch zulegen und Druck machen.
Ja, vielen Dank, Monika. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich nochmal ein wirklich relevanter Baustein. Wir nähern uns ein bisschen dem Ende dieses Panels 2. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal fragen, in der Reihenfolge auch der Vorträge, was Sie uns noch mit auf den Weg geben wollen für 25 weitere Jahre Grüne Fraktion, hoffentlich mindestens. Frau Averbeck, was würden Sie uns gerne noch mitgeben? Wie soll ich sagen? Nur Mut. Also die ersten 25 sind geschafft. Mir scheint, in Schleswig-Holstein dauert das ein bisschen länger, aber man bleibt aber hartnäckig dran. Und um im Platz zu bleiben, nicht schnacken, schnabbeln und babbeln, taupacken. Und einen Punkt wollte ich noch sagen, also ich komme aus Niedersachsen übrigens, also von daher, mein Platz ist ein bisschen anders. Mir ist bei dem Thema Arbeitsplätze noch wichtig, dass man auch darauf schaut, dass es gute Arbeitsplätze sind, dass es gute Arbeit ist und dass man auch bei den erneuerbaren Unternehmen darauf achtet, dass sie sich gewerkschaftlich auch organisieren, beziehungsweise die Arbeiter sich gewerkschaftlich organisieren können und es, dass es Tarifverträge gibt. Ich finde, das wird immer so ein bisschen vergessen, dass das eben auch zum Gesamtbild dazu gehört. Aber ansonsten, wie gesagt, der plattdeutsche Spruch, der sagt alles. Wunderbar, ganz vielen Dank und vielen Dank auch für die Ergänzung, weil ich meine auch, ich kann das nur unterstreichen, die gehört unbedingt dazu. Simone, was kannst du uns noch mitgeben? Ja, also zunächst nehme ich den Ball von Christiane Averbeck auf. Wir sind gerade noch mal dabei, einen runden Tisch mit den Gewerkschaften, Spitzengespräch zu organisieren, weil das natürlich ein ganz zentrales Thema ist. Dadurch, dass ich nicht nur bei der Branche engagiert bin, sondern auch Gewerkschaftsmitglied, war mir das immer schon ein Anliegen. Gute Arbeit ist eine, die den Klimaschutz und die soziale Teilhabe und ein gutes Arbeiten miteinander verbinden. Von daher ist das ganz richtig und wichtig, diesen Aspekt auch jetzt nochmal genannt zu haben. Ich glaube, ihr habt das in Schleswig-Holstein schon ganz gut angelegt, dass die Fraktion oder die Partei hier Leute in die Regierung bringen, die mehr als nur die Umwelt- und Klimapolitik fokussieren, weil das Ganze muss bezahlt werden. Das macht Monika schon seit vielen, vielen Jahren mit enormem Engagement. Und das ist oft der Schlüssel für Entscheidungen, ob Klimaschutzmaßnahmen möglich sind oder nicht. Und das bei mir im Bildschirm ist sie rechts zu sehen davon, dass mit jungen Personen, gerade auch jungen Frauen, die ja in der Fridays for Future Bewegung extrem tolle Arbeit leisten. Also ich weiß nicht, ob mir immer nur die Frauen auffallen, aber es sind einfach auch viele junge Frauen dabei, die sich ermutigt fühlen und auch dann offenbar durch eure Politik und euer Landtagsengagement ermutigt fühlen, sich an solchen Diskussionen und an der öffentlichen Debatte zu beteiligen. Und das ist der zweite hohe Wert, den ich sehe, hier weiterzumachen. Und ihr seid an der Küste, ihr seid direkt betroffen, wenn Erderwärmung den Meeresspiegel ansteigen lässt. Von daher, glaube ich, gibt es genug Motivation im Sinne des Klimaschutzes und des Ausnutzens der erneuerbaren Energien in allen Facetten hier weiterzumachen. In diesem Sinne auch die nächsten 25 und alles Gute. Vielen Dank, Simone. Sophie, neben dem Optimismus, was kannst du uns noch ins Stammbuch schreiben für die nächsten 25 Jahre? Ja, auch, also ich finde dieses Mutigsein auf jeden Fall auch sehr wichtig und hoffe, dass ihr weiterhin so mutig vorangeht, wie ihr es bis jetzt getan habt, was auch dazugehört, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen, was ganz wichtig ist. Aber auch, wie Simone gerade schon gesagt hat, weiter offen zu bleiben, vor allem auch für junge Menschen, die an der Politik interessiert sind, für junge Frauen, genau, so weiterzumachen und ja, einfach, was ich finde, ist wichtig, sich gegenseitig zu vernetzen und weiter gegenseitig Mut zu machen. Und das wollen wir gerne machen, oder Monika? Damit können wir weiterarbeiten, richtig? Ja, auf jeden Fall. Dies ist echt eine tolle Runde. Und ich gehe ganz beglückt nach Hause, weil es ja eigentlich ein Thema ist, was wir alle schon kennen und trotzdem feststellen, wenn wir drüber reden, haben wir noch mehr Ideen und noch mehr Lust weiterzumachen. Und das ist sehr schön. Wunderbar. Das freut mich sehr.
Dann, Bernd, gebe ich für ein Abschlussstatement noch kurz in dieser Runde an dich. Ein Satz. Ja, vielen Dank, auch wenn ich eben weiter in meinem letzten Beitrag vielleicht so ein bisschen kritisch gesagt habe, bei der Wärme müssen wir mehr schaffen. Glaube ich, muss man sich immer wieder deutlich machen, welche Power wir in den Städten haben, an den Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen haben, aber noch viel mehr in den Gemeinden. Da sind bei uns so die erneuerbaren Energien entwickelt worden, gebaut worden, umgesetzt worden, kostengünstig gemacht worden. Und bei dem ganzen Thema Wärme, wir haben diese Beispiele wie Meldorf von Industriebetrieb gesagt, ich habe ganz viel Wärme, die Kommune hat sofort aufgegriffen, macht ein bundesweites Pilotprojekt mit Wärme fürs ganze Jahr in großen Beckenspeichern, wie es in Dänemark schon lange üblich ist. Wir haben bei euch auf Perform, Sophie, eine Wärmeinitiative rund ums Amtsgebäude, wenn ich richtig weiß. Wir haben so Gemeinden wie Sprakebüll, keine Gemeinde hat so viel E-Mobilität wie Sprakebüll und parallel viel erneuerbare Energien und eben auch ein Wärmenetz. Das sind so Beispiele aus Schleswig-Holstein, die einfach Mut geben, welche Power so bei uns in Gemeinden, bei den Bürgerinnen steckt. Und darauf, glaube ich, haben wir bisher aufgebaut und können wir auch weiter richtig stark aufbauen. Ich finde, das macht richtig Mut für weitere 25 Jahre. Ich kann mich nur richtig herzlich bedanken. Ich finde, es hat viel Freude mir gemacht, diese Runde. Wir nehmen viel mit. Vielen Dank, dass ihr mit uns unsere 25-Jahr-Feier und diesen Klimakongress gestaltet habt und auf viele weitere spannende Austausche und Projekte.